zahlreiche Persönlichkeiten, die für den Bundestag, für den Landtag kandidieren. Als erste möchte ich auf die Bühne rufen, Simone Oldenburg ist die Spitzenkandidatin der Linken in Mecklenburg-Vorpommern für die Landtagswahl am 26. September. Simone, herzlich willkommen hier auf dieser Bühne, hier in Sassnitz. Tanz mal so ein bisschen um dich rum. Das mache ich gerne. Simone, Spitzenkandidat. Adam, erstmal. Ja. Lass es dir schmecken. Spitzenkandidatin sein. Was bedeutet das? Was ist der Unterschied? Du hast ja schon mal kandidiert. Du bist bereits im Landtag, bist Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Aber das erste Mal Spitzenkandidatin. Was ist anders? Dass man zum Beispiel wissen muss, wie ein Mikrofon angeht. Danke, Björn. Dass man wirklich den ganzen Tag unterwegs ist, dass du nicht nur für die Bildung, obwohl ich eben ein ganz tolles Gespräch gehabt habe mit zwei Kollegen über die Bildung und eine davon ist auch noch meine Freundin, mit der ich das Ganze zusammen in Leipzig studiert habe und wir haben uns vor vielen Jahren wieder getroffen und da hören wir eben viel Zustimmung, aber es geht nicht nur um Bildung, das heißt, man ist den ganzen Tag unterwegs, wir sind es gerne unterwegs mit all unseren Themen, das ist der Unterschied und dass man wirklich versuchen muss, nicht zu verwahrlosen, also dass man trotzdem Strukturen aufrecht erhält, was ganz schwer ist, weil man eben ständig unterwegs ist und da muss man aufpassen, dass man immer noch mal abends irgendwie nach Hause kommt und morgens vielleicht auch noch mal eine Maschine Wäsche anschmeißt, das muss ja auch sein. Ne? Ja, Bildung war schon so ein Stichpunkt, den du angesprochen hast, du giltst als Bildungsexpertin, bist Lehrerin vom Beruf und bist Schulleiterin gewesen, du weißt, wovon und worüber du redest und wirst ganz gewiss sehr häufig angesprochen. Meine ganz allgemeine Frage erstmal, was ist los in der Bildung, wo klemmt die Säge denn wirklich? Man ist ja ganz verwirrt, es fehlt daran und daran und Endgeräte und Lehrerinnen und Lehrer. Also was ist da überhaupt los, Simone? Ja, das ist genau das, was du sagst. In der Bildung knirscht es überall, da klemmt die Säge. Und zwar, weil seit 30 Jahren jeder Bildungsminister, jede Bildungsministerin, aber auch eben viele Regierungen die Bildung als Sparschwein genommen haben, um Mecklenburg-Vorpommern als Land zu sanieren. Es wurde in der Bildung geknausert, die Lehrerinnen und Lehrer mussten mehr arbeiten fürs gleiche Gehalt. Immer mehr Stunden werden aus dem System gezogen, das heißt die Kinder und Jugendlichen müssen das Gleiche eigentlich können in wesentlich weniger Zeit, dass das nicht klappt, das sieht man und da ist es so, dass es uns an Schulsozialarbeitern fehlt, an Lehrerinnen und Lehrern. Es fehlt uns an motivierten Schülerinnen und Schülern. Wir haben, das hat das Bildungssystem geschafft, diese Kinder und Jugendlichen zu demotivieren. Das waren nicht die Eltern, das waren sie nicht alleine, sondern das war die Landesregierung mit den jeweiligen Bildungsministerinnen und Bildungsministern, die aus 25 hochmotivierten Erstklässlerinnen und Erstklässlern 25 demotivierte Zweitklässler gemacht haben. Das hat diese Regierung zu verantworten und deswegen müssen wir hier eine wesentlich bessere Bildungspolitik hinbekommen. Wir brauchen weniger Unterrichtsausfall, mehr Lehrkräfte, wir brauchen ein kostenloses Mittagessen an den Schulen für die Kinder und Jugendlichen und. Kann man die Kurve kriegen innerhalb der nächsten 5 Jahre? Ist das realistisch? Die Linke haut ja richtig einen raus, 1000 Lehrerinnen und Lehrer mehr. Die Klassen kleiner, Vertretungsbudget, das sind ambitionierte Ziele innerhalb von 5 Jahren oder denkst du da in längeren Zeithorizonten? Also das Beste wäre ja gewesen, ich bin jetzt seit 10 Jahren im Landtag und mache seit 10 Jahren die Bildungspolitik und in 10 Jahren ist kein einziger Antrag unserer Fraktion von der Koalition angenommen worden. Kein einziger Antrag, das muss man sich vorstellen. Das ist, Anja, als wäre jede Arbeit von dir mit 5 oder mit 6 bewertet worden. Und das
dass wir nicht demotiviert sind, sind eigentlich nur die Menschen, die uns wählen, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, dass wir sagen, wir müssen weitermachen, aber man hat das Grauen kommen sehen, aber diese Regierung hat die Augen verschlossen, hat gesagt, wir haben keinen Lehrermangel, bei uns ist sowieso alles tipptopp, das sagt ja Frau Martin jetzt auch noch. Es gibt nur, hat sie neulich gesagt, 3 Schulen von 600, bei denen es ein bisschen im Unterricht, in der Unterrichtsversorgung hängt. Das ist natürlich nicht so, dass es jede zweite Schule da hapert ist. Das bekommen wir nicht in 5 Jahren hin, aber wir wissen, wir haben ja Pläne und wir haben ja Ziele und wir können den Anfang machen und es wird auch nach 2-3 Jahren besser, aber vollkommen dieses desolate System, was seit 31 Jahren gewachsen ist, bekommen wir natürlich nicht in 2 Tagen und auch nicht in 2 Jahren hin, aber ich glaube, dass viele Lehrerinnen und Lehrer und auch viele Eltern und Schüler mit uns mitziehen, wenn sie merken, dass endlich Bewegung kommt, dass endlich etwas in Gang kommt, was ihnen nützt, dann machen sie mit und darauf hoffen wir, dass wir durch die Kraft der vielen auch viel schaffen und viel bewegen können. Ja, davon sind wir Linken überzeugt, so wie du das eben da auch vorgetragen hast. Anfang dieser Woche gab es auf dein Bestreben hin eine Sondersitzung des Bildungsausschusses. Eigentlich hat das Parlament seine reguläre Arbeit beendet. Ihr habt gesagt, also so geht's nicht. Was war passiert und welches Ergebnis hat diese Sondersitzung gebracht aus deiner Sicht? Ja, also wir wissen ja seit vielen Jahren, dass das Ministerium immer mehr Stellen und mehr Stunden aus den Schulen rausnimmt. Man kann wirklich sagen, dass wir in den letzten 3 Jahren 10% weniger Unterrichtszuweisung hatten, also weniger Stunden für die Schüler, damit natürlich dann größere Klassen, damit mehr Unterrichtsausfall, weniger Zeit zum Üben und zum Festigen. Und das wissen wir. Das haben wir auch nachgewiesen, das haben sie aber immer hintenrum noch kaschiert mit Griffen in die Trickkiste. Das hat nicht mehr gereicht. Es gab eine Mail des Bildungsministeriums an die Schulämter, sie mögen bitte nicht die Stellen nennen, die unbedingt besetzt werden müssen, also nicht nennen die fehlenden Lehrerinnen und Lehrer. Das würde nicht so gut aussehen, weil ja die Bildungsministerin gerade eine Jubelmeldung losgelassen hat, wie toll es an unseren Schulen ist. Also hat der Griff in die Trickkiste nicht mehr gereicht. Man hat offen dazu aufgerufen, zu manipulieren. Und es ist diesem Bildungsministerium also egal, ob Unterricht stattfindet, ob Unterricht ausfällt. Hauptsache, eine Statistik stimmt und Hauptsache, die Jubelmeldungen stimmen. Und das ist fatal und das ist der Höhepunkt dessen, wie fahrlässig und sorglos dieses Ministerium mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den Eltern und mit den Lehrkräften umgeht. Das hat eine neue Qualität erreicht. Pfui Teufel. Genau. Ja, Simone, Bildungspolitik ist ein Schwerpunkt. Es gibt noch weitere Schwerpunkte, die die Linke auf dem Zettel hat. Wenn du in Gesprächen bist, jetzt gerade dieser Tage mit Bürgerinnen und Bürgern, was begegnet dir so an Themenstellungen am häufigsten? Na, jetzt haben wir natürlich auch Afghanistan. Das heißt also, dieses Versagen der Bundesregierung in Afghanistan. Uns wollte man Lügen strafen, als wir gesagt haben, raus aus Afghanistan und gar nicht erst rein nach Afghanistan. Und das muss man sich überlegen, wer uns regiert, die so eine Situation nicht einschätzen können, die ständig Fehleinschätzungen abgeben, ob es Afghanistan ist, ob es Skandale sind, ob es die Maskenskandale sind und. Von solchen Leuten werden wir regiert, da kann nichts kommen. Und das ist eben etwas ganz Schlimmes, das sorgt für Politikverdrossenheit, das sorgt dafür, dass man sagt, euch allen kann ich doch nicht mehr glauben, ihr lügt und betrügt. Und das müssen wir eben verhindern, deswegen treten wir an und sagen, wir sind ehrlich, da wo Linke draufsteht, ist auch Linke drin und Linke macht tatsächlich euer Leben schöner. Und natürlich haben wir auch die Strompreise, die Windkraftanlagen vor der Nase haben, haben die höchsten Strompreise zu zahlen. Das ist nicht gut, das müssen wir ändern, das ändert aber nur die Linke. Wir müssen überlegen, SPD und CDU sind in dieser Koalition seit 15 Jahren und sie versprechen jetzt etwas zu ändern, was sie 15 Jahre lang hätten ändern können.
und sie haben es nicht getan. Also wird es doch Zeit, dass sie ihre Perspektive wechseln und dass die CDU in die Opposition kommt und dann können sie auch mal gucken, wie das ist und sehen einfach mal Regierungshandeln aus einer anderen Perspektive. Das wünsche ich uns, das wünsche ich Ihnen und euch und deswegen ist es eben so wichtig, dass man das Kreuz bei der Linken macht. Ganz in dem Sinne, die Linke wählen, wer gute Bildung, bessere Bildung in diesem Land haben möchte, der möge Simone Oldenburg wählen, möge die Linke wählen. Machen wir alles Gute, machen wir, ist unser Slogan heute an diesem Tag. Und darüber hinaus, Simone, herzlichen Dank an dieser Stelle. Vielleicht bietet sich die Gelegenheit, dass wir nachher nochmal ins Gespräch kommen. Simone Oldenburg ist über die nächsten Stunden hier, bevor du heute Abend oder späten Nachmittag bereits in Schwerin auf der Bühne stehen wirst. Eine gute Fahrt dorthin. Jetzt schon mal, aber vor allen Dingen gute Gespräche mit Simone Oldenburg. Herzlichen Dank an dich für dieses kleine Interview. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich ganz gerne als Gesprächspartner hier auf diesem Trailer den Bürgermeister Sassnitz begrüßen möchte. Er kommt auch schon zu mir. Frank Krach, begrüßen Sie recht herzlich den Bürgermeister von Sassnitz hier bei mir auf der Bühne. Schön, dass du da bist. Schön, dass du hier auch bereits viele Gespräche geführt hast. Selten, Frank, hat ein Bürgermeister Gelegenheit, in die große Weltpolitik einzugreifen mit den Geschehnissen um Nord Stream und die Auseinandersetzung. Bist du mehrfach gefordert worden? Wie schätzt du die Situation jetzt ein? Ist alles in Butter für dich und für Sassnitz oder was geht dir durch den Kopf, wenn ich jetzt diese Frage und das Thema Nord Stream 2 bemühe? Herzlich willkommen von meiner Seite auch, liebe Sassnitzerinnen und Sassnitzer, liebe Freunde. Wenn ich mit so einem Thema so eine Frage gestellt bekomme, dann hoffe ich, dass ihr heute bis 18 Uhr Zeit habt, weil dann werde ich mit meinem Referat ungefähr fertig sein. Oha. Ich bin ja so ein bisschen jetzt hinein in das Wasser geschmissen worden hier und ich habe immer das Glück, dass keine Fragen mit mir abgesprochen werden und das ist aber auch schön, weil dann kann man nur ehrlich sein. Und meine Ehrlichkeit zum Thema Nord Stream 2 ist, dass wir von Anfang an hier in Sassnitz gesagt haben, Nord Stream 2 ist wichtig, Nord Stream 2 ist richtig, Nord Stream 2 ist ein genehmigtes Verfahren und nicht nur von Deutschland, sondern auch von Europa getragen. Und deswegen gehört es sich von Anfang an, verlässlicher Partner zu sein und es fertigzustellen. Das ist die Botschaft, die ich immer vertreten habe, auch in der vergangenen Zeit. Die vergangene Zeit war schwer. Was mich besonders bewegt hat, ist, dass die Stadt Sassnitz einmal in die globale Welt hinausgetragen wurde. Das ist ja nicht immer schlecht für eine Stadt wie Sassnitz, dass die ganze Welt mit einmal weiß, wo die Insel Rügen sich befindet, wo die Stadt Sassnitz sich befindet. Aber ich habe ganz viele Interviews geben müssen, das habe ich aber auch sehr gerne getan. Aber ich denke, was auch von Anfang an in Washington passiert ist. Wir waren alle froh, dass in Washington sich die Stühle dort etwas anders bewegt haben. Es ist etwas menschlicher geworden, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Politik, die aus Washington kommt, hat sich nicht verändert. Und das bewegt mich hier an dieser Stelle immens. Wir sind zwar wieder in Kontakt getreten, aber das, was für uns hier vor Ort, was wirklich dem einzelnen Bürger, der einzelnen Bürgerin wichtig ist, ist, dass wir gut leben möchten, dass wir wohnen und arbeiten möchten. Und da hat die große Politik, ob es in Washington ist, ob es in Moskau ist, ob es in Brüssel ist, noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und deswegen freut es mich, dass ich heute hier nicht nur Landespolitiker begrüßen kann. Und mit Simone Oldenburg haben wir ja dahingehend eine, ich sage mal, Galionsfigur. Wir sind ja hier auch an der Ostsee, deswegen kann ich das sagen. Die aber meiner Meinung nach noch viel, viel offener und viel, viel kräftiger wahrgenommen werden muss, dass wir, die Linke, hier eigentlich etwas machen, auch in der Landespolitik, was für den einfachen Bürger, für die einfache Bürgerin sehr wertvoll ist.
Und ich freue mich, dass ich zwar jetzt hier so ein bisschen improvisieren muss, aber der Mann, der eigentlich hier auf dieser Bühne jetzt schon stehen sollte, Dietmar Bartsch, den habe ich jetzt schon gesehen. Ich habe ihm die Hand gegeben und Dietmar, es ist schön, dass du hier bei uns in Sassnitz dich mal wieder umschaust und ich hoffe, dein nächster Sommerurlaub, ja, der wird hier auf der Insel Rügen denn von dir vorgenommen. Und ich weiß, dass Politiker ja nicht so gerne Urlaub machen, das geht mir genauso. Ich habe in diesem Jahr auch noch keinen Urlaub gemacht. Aber bei mir ist es so, dass ich versuche wirklich für die Sassnitzerinnen und Sassnitzer da zu sein. Ich bin jemand, den man anfassen kann. Ich bin jemand, den man auch im Rathaus besuchen kann. Und einfach für die Gäste der Stadt Sassnitz, die sich heute hier bei uns auf diesem schönen Platz befinden, guckt euch unser Rathaus an. Das Rathaus ist ein historisches Rathaus, die Türen stehen immer offen. Und was wir gerne möchten, und das habe ich mit unserem Bundestagsabgeordneten Frau Kerstin Kassner, die hier auf dieser in dieser schönen Insel Rügen Landrätin schon mal war. Ich war mit ihr heute in einer Ausstellung, die sich im Stadthafen befindet. Da geht es um ein ganz wichtiges Thema, was auch im Bundeswahlkampf, im Landeswahlkampf eine Rolle spielen sollte. Das ist die Fischerei. Und ich habe gerade zu Dietmar Bartsch gesagt, schade, dass du heute nicht ganz so viel Zeit hattest, etwas früher hier zu sein. Ich hatte einen Kapitän dort im Stadthafen, mit dem wir geredet haben. Der ist ein Ursassnitzer, so wie ich hier auch geboren, Kai Briesewitz, der eigentlich mit seinem Schiff gerne dem Hering nachjagen möchte, Fisch aus der Ostsee holen, kann er im Moment nicht. Und um Geld zu verdienen, macht er jetzt was? Er ist jetzt ein Sicherungsschiff für das Projekt Nord Stream 2. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis auch genau. Durch Nord Stream 2 ist hier auf der Insel Rügen auch Geld hergekommen. Mit dem Projekt haben wir Infrastruktur wirklich neu belebt. Wir haben mit Mukran Port, unserem einzigen Gewerbestandort auf der Insel Rügen, es auch geschafft, Verlässlichkeit zu beweisen, wir haben Arbeitsplätze geschaffen, wir haben für die nächsten Projekte die Basis geschaffen und wir haben im Offshore-Bereich sehr, sehr große Erfolge. Mittlerweile arbeiten über 2000 Menschen in diesem Mukran-Port und ich glaube, das ist eine Erfolgsgeschichte und das müssen wir haben. Eine Tourismusinsel mit Industriearbeitsplätzen, die sowohl der Natur gut tun, aber auch vor allen Dingen die Menschen, die hier leben und arbeiten wollen. Frank, vielen Dank für dieses Statement. Der Applaus beweist die Zustimmung zu dem, was du sagst. Linke Politik, Friedenspolitik oder eine Politik für die Menschen, für eine bessere Lebensqualität, für soziale Gerechtigkeit ist keine abstrakte. Sie findet immer ihren Ausdruck vor Ort und das haben wir eben wunderbar hier demonstrieren können, welche Anstrengungen es bedarf, aber auch welche Erfolge zu verzeichnen sind. Herzlichen Dank für dieses kurze Interview, aber vor allen Dingen auch herzlichen Dank für deine Arbeit. An dich gerichtet dieses Dankeschön, an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, im Ehrenamt, die sich engagieren für Sassnitz, für die Insel Rügen und für Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank, Frank. Gern geschehen. Es wird heute ja nicht nur geredet, es wird auch mal gute Musik gemacht und dafür recht vielen Dank. Aber was für mich als letzte Botschaft noch ganz wichtig ist, ja, es steht, alles Gute machen wir. Was aber ihr machen könnt, die alle hier jetzt auf diesem Platz sitzt, tut mir einen Gefallen, mischt euch ein, geht wählen, zeigt Flagge. Danke. Dankeschön. Frank. Vorstellen Kerstin Kassner, Mitglied des Deutschen Bundestags. Und Dietmar Bartsch, ebenfalls Mitglied des Deutschen Bundestags, dort Fraktionsvorsitzender und unser Spitzenkandidat, einer der beiden für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 26. September. Schön, dass ihr da seid. Machen wir die Mikros an. Meine erste Frage geht gleich an dich, Dietmar. Ich kann mir vorstellen, du bist als Fraktionsvorsitzender in besonderer Weise ganz aktuell gefordert. Afghanistan hat hier schon eine Rolle gespielt. Simone hat darüber gesprochen, was passiert zurzeit im politischen Berlin. Wie nimmst du die Situation wahr? Ja, was da in Afghanistan passiert, das muss man einfach so sagen, ist der Wahnsinn. Ich sehe auch Bilder in den
Medien, ich habe auch Informationen, die uns direkt gegeben werden. Und man kann nur von einem solchen Desaster berichten, was da angerichtet worden ist. Es ist unfassbar. Aktuell ist es so, dass wir natürlich dafür plädieren, dass möglichst viele Menschen dort rausgeholt werden. Sowohl die deutschen Staatsbürger, aber genauso auch Ortskräfte, auch Frauenrechtlerinnen und so weiter. Dass das nicht mal geschehen kann, ist ein Armutszeugnis. Dass die Bundesregierung jetzt Herr Seehofer, Herr Maas und Frau Kramp-Karrenbauer den schwarzen Peter hin und her schieben, das finde ich wirklich inakzeptabel. Aber ich sage auch ganz klar, wir müssen mal darüber nachdenken, wie konnte es denn zu diesem Ergebnis kommen? Ich meine, es ist im Jahre 2001 entschieden worden, dass die Bundeswehr mit vielen anderen nach Afghanistan geht. Und es ist ein Desaster, was dort angerichtet worden ist. 3600 tote Soldaten der sogenannten Allianz, 59 tote Bundeswehrsoldaten, zehntausende tote Zivilisten, fast 1 Billion ist dort ausgegeben worden. Deutschland hat 13 Milliarden ausgegeben und jetzt kommen die Taliban zurück. Das Einzige, was funktioniert, ist der Mohnanbau. Und es ist eine Katastrophe für all diejenigen, die sich engagiert haben. Die Lehrerinnen, die Mädchen geschult haben. Was wird denn jetzt mit denen? Wir sehen nur die Bilder aus Kabul. Aber was in den Provinzen passiert, sehen wir nicht. Und deswegen muss man eins ganz klar sagen. Nicht, weil wir Recht gehabt haben. Wir haben das 2001 im Bundestag gesagt. Der Krieg gegen den Terror, der ist grandios gescheitert. Es ist der falsche Weg. Man darf nicht in anderen Ländern intervenieren. Man darf auch nicht in alle Länder Waffen exportieren. Was haben denn die Taliban jetzt für Waffen? Die selbst produzieren nicht mal Messer. Das sind Waffen aus den Vereinigten Staaten, aus Russland, aber eben auch aus Deutschland. Und deswegen muss mit dieser Politik Schluss sein. Das Geld, was da ausgegeben wird, kann für andere Dinge ausgegeben werden. Und wir brauchen wirklich Hilfe beim Aufbau des Landes, dass Kinder Bildung haben. Wenn die nur in Koranschulen gebildet werden, dann ist das das Ergebnis. Und das genau kann nicht sein. Und deswegen, unsere Kritik ist sehr deutlich. Jetzt muss aktuell geholfen werden, aber es müssen dringend einige Grundfragen auf den Prüfstand gestellt werden. Wir werden nächste Woche auch im Bundestag dazu eine Debatte haben. Wir als Linke haben eingefordert, dass es ja mindestens mal eine Regierungserklärung geben muss. Das ist übrigens auch ein Ergebnis der Politik von Angela Merkel. 12 Jahre war sie Kanzlerin. Und ich finde jetzt, wie sich da teilweise Parteien hinstellen, auch Grüne und SPD, na, das ist aber alles furchtbar. Ja, wer hat denn das 2001 beschlossen? Wer hat denn das auf den Weg gebracht? Wer hat der Verlängerung immer wieder zugestimmt? Wir haben im Juni noch dazu geredet und das Ergebnis war, nein, wir müssen noch mal ein Jahr verlängern. Also ein Desaster, insbesondere für die Menschen dort und ein Scheitern der Interventionspolitik des Westens. Wir werden so unsere demokratischen Werte nie exportieren, ist der völlig falsche Weg. Vielen Dank für das deutliche Statement. Dietmar, hast du zumindest den Eindruck, ja, vor den Kulissen zeigen alle so mit den Fingern aufeinander in der Koalition. Es ist also, allein das ist schon widerwärtig, aber hast du zumindest hinter den Kulissen den Eindruck, dass einige zur Besinnung kommen und sagen, also Leute, eigentlich habt ihr recht gehabt. Naja, es ist Wahlkampf und kein Mensch sagt, ihr habt recht gehabt. Und wir sind bescheiden und sagen das nicht mal selbst. Aber Fakt ist, es stimmt natürlich. Also ich kann mich an die Reden erinnern. Und wie gesagt, ich erinnere mich noch an die letzte Rede jetzt gerade, es ist wenige Wochen her, da habe ich selbst zu Afghanistan geredet und habe den Satz von Margot Käßmann aufgenommen, nichts ist gut in Afghanistan. Und wir müssen mal dafür sorgen, dass es auch eine Exit-Strategie, wie kommen wir da raus, gibt. Das alles hat es nie gegeben. Jetzt ist es so, ich lese ja mit Interesse ein Interview von Heiko Maas im Spiegel, dass er sagt, na, man müsse mal gründlich nachdenken. Ja, das hätte ich mir vor Jahren gewünscht. Ich frage mich, wie jemand wie Heiko Maas dann wirklich den Familien der getöteten deutschen Soldaten und den vielen Traumatisierten in die Augen schaut. Es ist eine Parlamentsarmee. Wir haben die dorthin geschickt. Das ist die reale Situation. Und wir müssen uns auch als Bundestagsabgeordnete, nicht wir als Linke, wir haben immer konsequent dagegen gestimmt, müssen uns fragen, was haben wir dort eigentlich angerichtet? Wir sind letztlich ein Vasall der Vereinigten Staaten. Als die gesagt haben, wir gehen, da hat Deutschland gesagt, na gut, jetzt gehen wir auch. So geht das nicht. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, alle Auslandseinsätze gehören auf den Prüfstand. Ich sag mal voraus, dass wir in Mali, wenn Frankreich sagt, wir gehen dort, wir machen das nicht mehr,
dann stehen wir genauso da und sind von einem zum anderen Tag weg und wieder werden Terroristen dann die Macht übernehmen. Es ist doch, man darf doch nicht die Illusion haben, dass man die Taliban totbombt. Und was dort passiert ist, dass bei denen, und ich habe null Sympathie für die Taliban, das ist Steinzeitfeudalismus. Aber wenn man meint, die zu zerbomben, dann schafft man natürlich immer wieder neuen Hass bei den Kindern von den Gestorbenen, bei den Familien. Und dieser Hass, der gesät wird mit dem Krieg gegen den Terror, der schafft neuen Hass, der befördert Terrorismus und. Das Ergebnis ist in Zusammenfassung ein Desaster, das muss ausgesprochen werden. Und selbst wenn Wahlkampf ist, sollte man daran erinnern, dass Union, FDP, SPD und Grüne diesen Einsatz zu verantworten haben. Sie haben ihn auf den Weg gebracht, sie haben immer wieder zugestimmt. Und in diesem Fall kann ich nur sagen, hätten Sie wenigstens unsere Argumente mal ernst genommen. Zumindest jetzt sollten Sie es tun, das wäre ein Schritt nach vorne. Vielen Dank, Dietmar. In der Tat, es wird ganz deutlich, wenn Friedenspolitik durchdringen soll, wenn das Land gerechter werden soll, ist es notwendig und wichtig, die Linke zu wählen, sie stark zu machen, damit es eine starke Stimme im Deutschen Bundestag für Friedenspolitik gibt. Kerstin, du bist selbst Mitglied des Deutschen Bundestages, hast dort über Jahre gearbeitet und trittst erneut an, hier in deiner Heimatregion auf der Insel Rügen. Was erfährst du von den Bürgerinnen und Bürgern ganz aktuell? Was tragen sie dir an? Was sind so die Besorgnisse, die dir vorgetragen werden? Ja, ganz spannende Frage, und ich bin jetzt wirklich schon die ganzen Wochen unterwegs von Ort zu Ort und rede mit den Leuten. Das ist mir ganz wichtig, weil man da immer gute Anregungen bekommt, worum man sich kümmern kann, aber eben auch ein Stimmungsbild von vor Ort. Und das Thema, was Dietmar angesprochen hat, Afghanistan, beschäftigt die Menschen unwahrscheinlich. Ein weiteres Thema hatten wir schon mit Simone, ist die Schulpolitik, jetzt gerade das anlaufende neue Schuljahr mit all seinen Problemen für die Eltern, Kinder, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer nicht zu vergessen, die manchmal auch nicht wissen, wo und wie und was. Das ist eine Katastrophe. Aber ich bin in erster Linie Kommunalpolitikerin. Ich durfte 10 Jahre lang hier auf der Insel Rügen Landrätin sein. Das war meine intensivste Arbeitszeit. Es war von früh bis nachts immer was los. Es hat aber auch viel Spaß gemacht, und ich glaube, dass... Die Kohle oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Bundestag ist doch genauso intensiv. Nicht wirklich, aber ich meine, man war so dicht dran und jedes Problem kam einem auf den Tisch. Und das ist wirklich sehr intensiv gewesen. Und immerhin, ich glaube, mit einigen Verbündeten, auch aus anderen Parteien, haben wir es geschafft, dass in dieser Legislaturperiode das erste Mal tatsächlich ein Kommunalausschuss im Bundestag etabliert wurde. Wir haben immer darum gerungen, weil wir sagen, da kann sich der Bund nicht einen schlanken Fuß machen und sagen, das sollen mal die Länder regeln. Nein, das ist eine Aufgabe, die Bund, Länder und dann eben vor Ort gemeinsam gelöst werden müssen. Und das spielt natürlich zuallererst immer das Geld eine Rolle, ganz klar. Aber das ist nicht nur das Geld. Es ist die Anerkennung der Gemeindevertreter. Es ist die Unterstützung bei Infrastrukturvorhaben. Ich sage mal nur Radwege, das ist ein ganz wichtiges Thema. Oder auch, dass Ehrenamtler entsprechend unterstützt werden. Das ist ja oft so, sie arbeiten, teilweise mussten sie das noch mit ihrem Jobcenter-Geld verrechnen, also mit dem sogenannten Hartz IV, was sie dort als Feuerwehrleute für ihre Einsätze bekommen haben. Eine unglaubliche Situation. Auch auf Rentenpunkte wird das nicht angerechnet. Also es gibt noch ganz viele Punkte, die wir stärker in den Fokus nehmen müssen. Bund, Länder, gemeinsam, damit auch Ehrenamt sich lohnt. Und wisst ihr, liebe Leute, ich kenne ja viele von Ihnen hier ganz persönlich, sind viele Freunde hier, viele Weggefährten. Es ist für mich wirklich unglaublich, dass man das nicht anerkennt in dem Maße, wie es notwendig ist, was von den Ehrenamtlern geleistet wird. Wir haben hier unter uns sitzen Günther Olm, 90 Jahre jung, lange Jahre Feuerwehrmann gewesen. Das ist für mich so ein Beispiel. Da gibt es so viele, die so engagiert arbeiten und ohne die vieles nicht möglich wäre. Ich würde mal sagen, einen ganz dicken Beifall für Günther Olm. Ich freue mich auch, dass unsere Jasmunder Rettungshundestaffel heute zu uns gekommen ist. Ich will es mal erzählen.
Unsere Fraktion hat einen Fonds. Wir zahlen jeden Monat einen bestimmten Betrag ein. Übrigens die Erhöhung der Diäten, die einmal fällig gewesen ist, haben wir gesagt, wir können uns nicht da verweigern. Wir müssen das Geld auch annehmen, aber wir können ja damit was Gutes machen. Zahlen es also in einen großen Topf. Und aus diesem Topf können Vereine, Verbände, vor allem Jugend- und Kulturarbeit bei uns Anträge stellen und wir können ihnen helfen. Den Mitstreitern der Rettungshundestaffel haben wir schon zweimal geholfen und deshalb haben sie gesagt, wir kommen auch heute her und zeigen unsere Arbeit mit den Hunden. Und deshalb schönen Dank, dass ihr da seid. Wir freuen uns noch auf euch. Ich denke, wir werden sie noch kurz vorstellen. In einigen Minuten, aber ich wollte euch noch nicht gleich von der Bühne lassen, weil Bildung war ein Thema, das du eben angesprochen hast, das Wort Kinder fiel. Dietmar, du bist in einem Netzwerk gegen Kinderarmut sehr aktiv und ich wollte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, dass du vielleicht mal ein paar Worte zu diesem Netzwerk sagst. Warum ist das so dringend notwendig? Einigen wird das völlig klar sein, andere haben vielleicht noch nichts davon gehört, dass du mal etwas sagst, woraus setzt sich dieses Netzwerk zusammen? Was macht ihr da und was ist euch bislang schon gelungen? Jetzt geht's, wunderbar. Ja, herzlichen Dank, Thorsten, für diese Frage, weil ich finde, das ist eines der wichtigsten und zentralen Probleme und ich sage auch ganz deutlich, das ist eines der Armutszeugnisse der letzten Legislaturperiode. Diese Koalition aus Union und SPD hatte ja sogar in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen sollen. Das haben die nicht mal hingekriegt. Und ich finde es völlig inakzeptabel, dass in dem reichen Deutschland die Zahl der Kinder, die arm sind oder von Armut bedroht sind, über 4 Millionen, das ist keine Zahl der Linken, sondern vom Kinderschutzbund, über 4 Millionen groß ist. Jedes Kind muss in unserem Land die gleichen Chancen haben, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Und es kommt ja dazu, dass wir diese hohe Zahl an armen Kindern haben, aber gleichzeitig eben einen wahnsinnigen Reichtum in unserem Land. Und da war meine Idee, als ich Fraktionsvorsitzender wurde, dass ich mich diesem Thema in besonderer Weise widmen will. Und ich will vielleicht auch mal mit einigem Stolz sagen, in dem vorletzten Koalitionsvertrag kam das Wort Kinderarmut gar nicht vor. Kinderarmut wurde verbunden mit Bangladesch und Mali, aber haben wir doch nicht. Die Realität ist aber wirklich eine andere und was das für viele Kinder bedeutet, das ist wirklich teilweise tragisch, weil sie eben nicht die Chance haben, ihre Möglichkeiten zu entwickeln. Und deswegen habe ich damals dieses Netzwerk ins Leben gerufen. Ich bin auch ganz froh, dass es parteienübergreifend ist. Da ist der Heinz Hilgers, der ist Sozialdemokrat, der Chef vom Kinderschutzbund drin. Da sind auch Schauspielerinnen und so weiter drin. Und wir haben ein Ziel. Wir wollen das Thema ins öffentliche Bewusstsein rücken. Wir wollen Druck machen auf die politischen Parteien, also auch auf uns, dass dieses Thema endlich anders behandelt wird. Und es gibt inzwischen auch in Mecklenburg-Vorpommern, auch in der Landtagsfraktion mit Jackie Bernhardt, ein Netzwerk auf Landesebene, was verbreitet ist und was dieses Thema behandelt. Ich sage mal ganz klar, wenn man Kinderarmut wirklich bekämpfen und letztlich überwinden will, ja, da können Kommunen, Kerstin hat da recht, eine ganze Menge tun. Ja, da kann auch das Land eine ganze Menge tun. Aber die Weichenstellung, die wird letztlich auf der Bundesebene vorgenommen. Wir müssen wegkommen von dem jetzigen System. Wir haben ein Bildungs- und Teilhabegesetz, das ist groß, das ist verbessert worden, da sind auch Millionen drin, aber das Geld kommt bei den Kindern nicht an. Die Bundesregierung selbst sagt, dass sie bei der Finanzplanung nur ein Drittel der Leistungen, die in Anspruch genommen werden könnten, wirklich ausplant. Das heißt, zwei Drittel schon nicht mal selber plant. Also das ist der falsche Weg. Deswegen wollen wir eine Kindergrundsicherung, dass das Geld bei den Kindern ankommt. Das ist ein Systemwechsel, das ist sehr grundsätzlich. Das wäre aber dringend notwendig, damit die Zielsetzung, dass wenigstens am Start alle die gleichen Chancen haben, ein Stück weit verbessert wird. Deswegen dieses Netzwerk. Ich bin, wie gesagt, stolz, dass das Thema dadurch im öffentlichen Bewusstsein ist. Und ich wünsche mir, dass es hier in der nächsten Legislatur wirklich sehr, sehr grundsätzliche Veränderungen geben muss. Es ist doch nicht hinnehmbar, dass gerade die Heranwachsenden teilweise kein Frühstücksbrot in der Schule haben, dass sie jetzt in der Pandemie kein kostenloses Mittagessen hatten und, und. Da muss etwas geschehen und ich bin da sehr froh, dass auch die Linke in Mecklenburg-Vorpommern, ihr als Landesvorsitzende, aber insbesondere auch Simone als Spitzenkandidat,
Staaten, dass das ein zentrales Thema in der Wahlauseinandersetzung ist und dass wir uns dafür einsetzen, dass das Ziel erreicht wird. Jedes Kind muss in unserem Land die Chancen haben, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Dafür setze ich mich besonders auch auf der Bundesebene ein. Vielen Dank dafür. Dir, Dietmar, deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Kerstin hat es bereits angekündigt, die Damen und Herren von der Hundestaffel werden wir gleich auf der Bühne haben. Zunächst aber noch Musik von einem ganz großartigen Künstler, Tino Eisbrenner. Ja, Tino schaut ganz verdutzt. Ist jetzt nicht dran. Die Hundestaffel. Also ich kriege Regieanweisung, da halte ich mich dran. Dann würden wir ganz gern die Damen und Herren von der Hundestaffel hier begrüßen. Kerstin, bleibst du noch ein paar Minuten bei mir? Dietmar, herzlichen Dank für dein Engagement. Herzlichen Dank für das kurze Interview. Viel Erfolg bei den Wahlen am 26. September. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ein Vertreter der Jasmund der Hundestaffel mal zu uns auf die Bühne käme. Wir würden gerne uns mal mit euch unterhalten. Für die Zuschauer hier auf dem Platz, dort hinten ist alles aufgebaut, dass man auch mal sich noch im Detail darüber informieren kann, was dort gemacht wird. Ich sag's nochmal, das ist alles ganz fleißige, ehrenamtliche Arbeit und ist in den letzten Jahren aufgebaut worden. Ein wichtiger Partner ist natürlich die Feuerwehr, aber auch die Polizei. Sie alle haben bestimmt schon einmal gehört, dass es hier Hangrutschungen gab, dass Menschen gesucht wurden, dass es Hilfe braucht an verschiedener Stelle. Und da sind die Kolleginnen und Kameradinnen und Kameraden der Rettungshundestaffel immer mit im Einsatz. Jetzt wird nochmal das letzte Mal das Haar geglättet und dann werden Sie hier da sein. Ich darf die Zeit nochmal nutzen und noch auf ein anderes Thema aufmerksam machen. Aber gern doch, ja. Dankeschön. Wir haben Unterschriften hier gesammelt und zwar einmal gegen den Bildungsnotstand, haben viele schon unterschrieben, aber zum anderen auch um ein überparteiliches, landesweites Bündnis zu unterstützen. Wir möchten nämlich, dass die Geburtenstationen landesweit erhalten bleiben. Für uns Rüganer ist es wirklich ziemlich schlimm, dass es hier keine Geburtsstationen mehr im Moment gibt. Und deshalb wollen wir uns stark machen gegenüber dem Land. Und du als Gesundheitspolitiker wirst uns bestimmt auch helfen, dass wir da bei der Landesregierung deutlich diese Forderung stellen. Und deshalb möchten wir diese Unterschriftenaktion bitten, dass Sie die unterstützen. Es geht um die Geburtenstation in Wolgast, auf Rügen, in Parchim und in Kriwitz. Dort überall sind diese Einrichtungen nicht mehr da. So, wir sehen jetzt hier die Jasmunder Rettungshundestaffel, zwei Vertreter und natürlich den Hund müssen wir auch mitzählen, das ist ganz klar. Jetzt kommt noch ein kleiner. Und ich glaube, das ist wirklich hübsch anzusehen, aber es sind sehr disziplinierte Tiere. Es braucht ganz viel Zeit. Und vielleicht kommt mal jemand noch von euch mit auf die Bühne und erzählt uns mal, was ihr so tun müsst, um die Hunde dafür vorzubereiten, dass sie den Menschen helfen können. Und euch bei eurer Arbeit. Vielleicht stellt euch auch mal ganz kurz vor. Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Silvio von der Sassnitzer Rettungshundestaffel Jasmund Rügen im DRV e.V. Wir sind deutschlandweit im Einsatz. Wir als Rettungshundestaffel Jasmund Rügen in dem Bereich Mecklenburg-Vorpommern. Wir wohnen auch, wie Kerstin schon gesagt hat, auch sehr doll unterstützt von der Fraktion von Berlin. Und wir wollen uns auch hiermit auch ganz herzlich bedanken. Wir haben zwei Hunde dabei. Das einmal ist unsere Bonnie. Unsere Bonnie ist eine Labrador-Hündin, ist seit anderthalb Jahren in Ausbildung zu einem Rettungshund, der in der Fläche nach vermissten Menschen sucht. Jetzt sagt jeder, haha, da komme ich niemals hin. Nein, jede Person kann mal krank werden oder muss auch geholfen werden.
egal in welchem Wald sie sich verlaufen hat. Und dann kommt halt die Feuerwehr und auch wir als Rettungshunde und unterstützen die Feuerwehr und auch der Polizei. Dann haben wir unseren Feedback. Feedback ist ein kleiner Dackel. Der kleinste Dackel, wie man auch so sieht, ist sogar geprüft. Der muss die gleiche Prüfung ablegen wie die großen Hunde und die gleiche Zeit und auch die gleichen Versteckpersonen im Wald. Wir müssen alle 2 Jahre eine Prüfung ablegen, dass auch die Hunde im Einsatz wirklich auch suchen. Ja, dann ist das mit der Nicole zusammen, ist ein Team und alleine gehen die beiden auch nie. Entweder ist ein Feuerwehrmann dabei oder auch wir als Helfer und machen die Unterstützung mit. Wir müssen, sind auch mit ausgebildet in Erste Hilfe, weil so schnell im Wald kommt nie Erste Hilfe ran. Der Rettungsdienst auch nicht. Bevor der da ist, müssen wir das alles leisten. Wir haben in diesem Bereich von Sassnitz schon etliche Einsätze gehabt. Auch Demenzkranke, Suizidpersonen, die wir auch helfen konnten und auch nach Hause bringen konnten wieder. Glücklich und manchmal auch unglücklicherweise. Aber ich denke mal, jeder möchte nach Hause gebracht werden. Die Mitglieder oder die Familienmitglieder möchten mit gutem Gewissen dahin gehen können und sagen, du bist da. Ja, ansonsten haben wir noch einen kleinen Infostand bei uns, den wir gerne weitere Infos auch geben und wir unterstützen natürlich auch weiterhin immer die Parteien. Auch dazu möchten wir sagen, und liebe Kerstin, auch von dieser Fraktion, was wir bekommen haben, ist auch ein Teil, was wir bei haben. Das ist unser Zelt, womit wir halt Präsentationen mitmachen oder im Einsatz da unten stehen können, wenn es regnet, schneit oder wenn die Sonne scheint. Dass wir halt immer mal ein bisschen Dach unter den Kopf haben und dafür bedanken wir uns auch ganz recht herzlich. Sehr gerne, das haben wir wirklich von Herzen gern getan. Wir haben hier noch ein kleines Leckerli für eure tapferen Begleiter. Wir möchten uns nochmal bedanken für diese wirklich ganz, ganz wichtige Arbeit, die ihr macht. Alles Gute weiterhin und wir bleiben Freunde und werden uns bestimmt an vielen Stellen wieder treffen. Vielen Dank euch allen. Recht schönen Dank. Und bitte nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie unsere vierbeinigen Freunde und unsere zweibeinigen Helfer an ihrem Stand. Schönen Dank, alles Gute. Ja, auch meinerseits vielen Dank. Das ist sehr interessant, das macht neugierig, was dort aufgebaut ist, sich Informationen zu holen. Kerstin, dir herzlichen Dank für das Gespräch vorhin, aber auch eben hier die Moderation mit unseren Gästen und das kleine Präsent. Dafür herzlichen Dank. An dieser Stelle, es gibt noch viele Möglichkeiten, mit dir hier heute ins Gespräch zu kommen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, Dietmar Bartsch erneut auf der Bühne zu erleben. Vorhin habe ich ein paar Fragen gestellt, also ein Kurzinterview haben wir miteinander geführt. Dietmar Bartsch würde jetzt aber auch grundsätzlich noch etwas sagen wollen zur Situation im Wahlkampf, zur Position der Linken, zu dem, was notwendig ist, damit dieses Land friedlicher, gerechter und ökologisch nachhaltiger wird. Es braucht eine soziale Gerechtigkeit in diesem Land, es braucht einen sozial-ökologischen Umbau und vor allen Dingen braucht es Frieden in diesem Land. Zu diesen und anderen Themen haben wir jetzt die Gelegenheit, den Vorsitzenden der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Dr. Dietmar Bartsch, zu hören. Sei nochmals herzlich begrüßt an dieser Stelle. Ach so, dann gebe ich das ab. Ja, jetzt habe ich, das hält nicht. Jetzt habe ich schon das, ja. Ich habe schon 2 Mikros und eins kippt um. Er geht auch so, das ist. Ja.
So. Ein bisschen lauter, fünf. So, meine Damen und Herren, liebe Sassnitzerinnen und Sassnitzer, liebe Gäste, will auch nochmal einen schönen guten Tag sagen, obwohl ich eben schon mal auf der Bühne gestanden habe. Freue mich sehr, mal wieder hier auf Rügen zu sein. Früher war ich viel häufiger in Sachsen. Erinnere mich noch an die Zeiten, als Dieter Holz Bürgermeister hier in Sassnitz war, lang, lang ist her. Hierher gekommen, um die Werbetrommel zu rühren, um Sie alle zu bitten, am 26.09. die Linke zu wählen. Und zwar sowohl hier im Bundesland, wo wir mit Simone Oldenburg eine tolle Spitzenkandidatin haben, selbstverständlich auch im Bund und selbstverständlich auch hier im Wahlkreis, wo meine liebe Kollegin Kerstin Kassner eben auf der Bühne gewesen, Direktkandidatin ist, die im Deutschen Bundestag nicht nur für Kommunalpolitik, sondern für vieles, vieles andere zuständig ist und die immer eine zuverlässige Kollegin von mir war, auf die konnte ich mich immer verlassen. Also Kerstin, ich wünsche mir, dass die Menschen hier auf Rügen das auch belohnen und nicht nur auf Rügen, sondern im gesamten Wahlkreis, dass du direkt in den Bundestag gewählt wirst. Ja, wir brauchen jede Stimme und ich will auch deutlich sagen, es gibt jetzt schon die Briefwahl, Sie können jetzt schon die Linke ankreuzen, dann haben Sie es durch, müssen sich nicht mehr so viel Gedanken machen. Aber es gibt natürlich auch die Chance, andere Menschen jetzt noch zu überzeugen. Und deswegen bitte ich auch ausdrücklich die Mitglieder und die Freunde und Sympathisanten der Linken, die hier auf dem Platze sind, bitte lasst uns gemeinsam kämpfen, fordert Freunde, Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen auf, am 26.09. wirklich die Zweitstimme und die Erststimme der Linken zu geben. Ja, meine Damen und Herren, es ist so, die Linken wollen die Welt retten. Das ist wahr. Das werden wir bei dieser Bundestagswahl und bei dieser Landtagswahl nicht schaffen. Wir müssen neben der Tatsache, dass wir die Welt retten wollen, und das ist auch gut so, auch immer daran denken, dass wir die Sorgen unserer Nachbarn nicht vergessen. Und ich sage ganz klar, wir müssen in unserem Land dringend umsteuern. Mark Twain hat ja mal gesagt, man kann die Welt verändern oder sich selbst. Das Zweite ist das Schwierigere. Aber genau darum sollten wir kämpfen. Dieser Wahlkampf ist ja bisher geprägt durch ein extremes Ereignis nach dem anderen. Erst die Corona-Krise, wo alle gesagt haben, das wird das Wahlergebnis entscheiden. Dann war die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und alle haben gesagt, das wird die Wahl entscheiden. Ich meine, Armin Laschets Lachen hat auch einen kleinen Beitrag zur Wahlentscheidung, glaube ich, geleistet. Und jetzt ist das große Thema natürlich Afghanistan. Ich habe eben bei dem Gespräch schon einiges dazu gesagt, aber ich will das nochmal wiederholen. Was in Afghanistan jetzt abläuft, ist ein solches Desaster deutscher und internationaler Politik, wie ich das so dann doch nicht für möglich gehalten habe. 20 Jahre waren die internationalen Truppen in diesem Land mit dem Ziel, dass die Taliban bekämpft werden, dass der Terrorismus bekämpft wird und dass ein demokratisches Land aufgebaut wird. So hieß das immer. Die Realität ist jetzt eine völlig andere. Alle Menschen, die mitgeholfen haben, die leben jetzt in Angst, die müssen teilweise flüchten. Ich möchte nicht die Bilder aus den Provinzen sehen. Das, was dort passiert ist, ist ein Desaster. Und ich sage ganz klar, im Jahre 2001, als damals der Einsatz beschlossen worden ist, haben wir darauf hingewiesen, dass das so nicht erfolgreich sein wird. Der Krieg gegen den Terror ist so nicht gewinnbar. 20 Jahre Bundeswehr in Afghanistan, 20 Jahre Krieg und das Land ist nicht sicherer geworden. Es ist nicht friedlicher geworden. Es ist ein Krieg geführt worden, der am Ende dazu geführt hat, dass dieses Land schlechter dasteht, als es damals gewesen ist. Wir haben eben leider, leider Recht behalten. Und es ist doch ein Unding, 3.600 tote Soldaten der sogenannten Allianz, 59 tote Bundeswehrsoldaten, Zehntausende zivile Opfer, Millionen jetzt Flüchtlinge aus Afghanistan. Allein der Einsatz hat für Deutschland 13 Milliarden gekostet, insgesamt 1 Billion. Und ich kann nur sagen, da muss doch jetzt endlich mal ein Strich gezogen werden, darüber geredet werden und Schlussfolgerungen gezogen werden. Die Interventionspolitik des Westens ist gescheitert und der größte Wahnsinn ist,
Der größte Wahnsinn ist, dass Deutschland eben auch in diese Region Waffen exportiert, zum Beispiel nach Pakistan, die dann in den Händen der Taliban landen. Diese Waffenexporte werden nicht gemacht, weil die Waffen Ansichtsexemplare sind, sondern weil sie angewendet werden. Und es ist einer der größten Skandale, dass im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, wir wollen die Waffenexporte senken, und die Realität ist, in der letzten Legislatur sind es mehr geworden. Deutschland, deutsche Konzerne verdienen blutige Profite an diesen Waffenexporten. Und das werden wir als Linke nicht akzeptieren. Und wir werden weiterhin ganz laut sagen, diese Entwicklung wollen wir so nicht. Denn sie ist nebenbei nicht nur in Afghanistan gescheitert. Wenn man sich heute die Situation in Libyen anschaut, wenn man sich heute die Situation im Irak anschaut, überall herrscht eher Chaos, als dass man wirklich sagen kann, es ist etwas Positives bewirkt worden. Und ich sage mit einigem Stolz, ich bin Vorsitzender der Bundestagsfraktion, die jedem dieser Kampfeinsätze der Bundeswehr keine Stimme gegeben hat, und das wird auch so bleiben. Kampfeinsätze der Bundeswehr werden wir ablehnen, und wir werden auch Aufrüstung und Waffenexporte weiter ablehnen, meine Damen und Herren. Darauf können Sie sich verlassen. Und mir ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, weil es nicht nur um Afghanistan und die Länder dort im Nahen und Fernen Osten geht, sondern es geht auch darum, was eigentlich in unserem Land gemacht wird. Und ich will auf einen Punkt verweisen, ich habe hier mit Interesse und mit Freude auch die Plakate zu Nord Stream gesehen, und Frank Kracht hat dazu eben auch etwas gesagt. Ich will daran erinnern, dass in diesem Jahr sich der Überfall auf die Sowjetunion zum 80. Mal jährte. Und ich bin entsetzt, dass unsere Anträge, dass wir darüber auch im Deutschen Bundestag debattieren, nicht gehört worden sind. Deswegen haben wir eine entsprechende Gedenkveranstaltung gemacht. Ich bleibe dabei, dass die deutsche Verantwortung an diesem Krieg nicht nur nicht geleugnet werden darf, sondern sie muss immer wieder in Erinnerung gebracht werden, weil wir sehen, was Kriege dann anrichten. Kriege sind immer der falsche Weg. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, dass es aktuell sogar ein NATO-Manöver gegeben hat, das größte in der Geschichte, und das an der Grenze zu Russland. Das geht so nicht, meine Damen und Herren. Diese Tradition, wo Frau Kramp-Karrenbauer meint, es war eine gute Tradition deutscher Außenpolitik, dass Deutschland immer Stärke gezeigt hat, das ist die falsche Tradition, die wollen wir nicht. Wir wollen, dass Deutschland Abrüstungsweltmeister ist und eine friedliche Außenpolitik macht, meine Damen und Herren. Und wenn man abrüsten will, und damit bin ich de facto ja, oder ich will, lassen Sie mich, weil ich eben gerade gefragt worden bin, wie wir es denn mit der NATO halten, und das wäre ja so ein ganz wichtiger Punkt. Ich will dazu Folgendes sagen. Die NATO ist ein Relikt des Kalten Krieges. Und es ist Herr Macron, der gesagt hat, die NATO ist hirntot. Und Donald Trump wollte die NATO abschaffen. Und jetzt versuchen Konservative immer, ja, die Linke will aber mit der NATO. Ich kann Ihnen versichern, wir werden, wenn es wirklich zu einem anderen Bündnis unter Ausschluss der Union kommen sollte, nicht sagen, Deutschland muss erst aus der NATO austreten, bevor wir reden. Nein, das ist nicht der Fall. Unsere Zielsetzung ist wirklich, dass wir das grundsätzlich verändern wollen. Wir wollen ein System kollektiver Sicherheit unter Einschluss Russland. Das wäre das Richtige. Denn die jetzige Situation, wo die NATO festlegt, dass die Rüstungsausgaben immer weiter steigen sollen, das kann doch niemand wollen. Die wäre das 2%-Ziel, das erkennt Deutschland weiter an. Wir haben jetzt schon Rüstungsausgaben in Höhe von 50 Milliarden. Was könnten wir da alles mit tun für die Beseitigung von Kinderarmut, für gute Bildung? Das wäre notwendig und nicht das 2%-Ziel. Nochmal ganz klar, Abrüstung wäre das richtige Thema. Womit ich, meine Damen und Herren, beim Geld bin. Und ja, im Moment wird über Afghanistan, Corona, ich habe das alles schon gesagt, geredet, aber wenig über eine ganz zentrale Frage. Wer wird denn die Kosten der Corona-Krise zahlen? Es wurden im Deutschen Steuerzahler, ja, das ist erstmal richtig, die Frage ist nur, welcher Steuerzahler? Es wurden in der Krise 450 Milliarden neue Schulden aufgenommen, teilweise auch mit unserer Unterstützung. Dass das Kurzarbeitergeld gezahlt worden ist, dass Unternehmen gestützt worden ist, gar keine Frage. Aber wir sagen, es dürfen jetzt nicht wieder die Krankenpflegerin, der Busfahrer und der Paketbote bezahlen.
Wir wollen uns jetzt, das sagen wir als Linke ganz klar, wir wollen uns mit wenigen anlegen, mit denjenigen, die von diesen Krisen profitiert haben und die zum Beispiel bei der Klimakrise auch dafür verantwortlich sind. Und meine Damen und Herren, die sind auch in Deutschland benennbar, auch mit Namen. Ich will mal nur daran erinnern, dass die Nachfahren der Familie Albrecht, Aldi, vielfache Milliardäre sind. Ich will daran erinnern, dass Herr Schwarz, das ist der Eigentümer von Lidl, in der Krise sein Vermögen um 14,4 Milliarden gesteigert hat. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, 14,4 Milliarden in einem Jahr mehr. Der Haushalt von Mecklenburg-Vorpommern beträgt 8 Milliarden. Was könnte Simone Oldenburg, wenn sie denn Verantwortung tragen würde, mit diesem Geld allein in unserem Land machen? Dafür haben aber die Verkäuferinnen und Verkäufer, die teilweise bei Lidl während der Corona-Krise ihr Leben riskiert haben, die haben Einkaufsgutscheine gekriegt. Und was wäre eigentlich so schlimm, wenn Herr Schwarz aus Heilbronn, da fahre ich nächsten Montag hin, wenn der nicht 14,4 Milliarden Zuwachs gehabt hätte, sondern sagen wir nur 1,4 Milliarden. Ich frage mich sowieso, was man mit diesen Größenordnungen macht. Und ähnlich ist das bei der BMW, bei den BMW-Erben. Frau Klatten, Herr Quandt. Bei Frau Klatten ist das so, das sind übrigens die 3 Reichsten in Deutschland. Und die 10 Reichsten in Deutschland haben in der Corona-Krise, das will ich auch noch sagen, die haben einen Vermögenszuwachs von 242 Milliarden zu verzeichnen. Darüber wollen die anderen politischen Parteien nicht reden. Wir werden das immer wieder laut sagen, dass da wirklich genügend ist, um die Herausforderungen, die vor uns stehen, zu bewältigen. Das sind im Übrigen die Familienclans, die Deutschland in den Abgrund führen. Die sind das, die sich bereichern auf Kosten der vielen. Ich meine, bei Frau Klatten ist das so, dass die ein Vermögenszuwachs von 3 Millionen jeden Tag hat. Heute 3 Millionen, gestern 3 Millionen, morgen 3 Millionen. Ich frage mich ernsthaft, was man mit diesem Geld macht. Und ich sage ganz klar, da wollen wir etwas abholen. Wir wollen uns mit den Superreichen, mit den Milliardären, mit den Multimillionären anlegen. Wir wollen dort Geld abholen, nicht für die Partei. Das machen andere. Die lassen sich damit korrumpieren. Wir wollen das, damit nicht die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, der Paketbote, die Krankenpflegerin und wegen meiner auch die Erzieherin, dass die das bezahlen. Das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren. Ich möchte, dass Sie bei der Wahl vor allen Dingen Ihre Interessen wahrnehmen. Und Ihre Interessen heißt eben, dass wenn man die Linke wählt, dass Sie sich darauf verlassen können, dass wir die soziale Komponente in unserer Politik so wie in den vergangenen Jahren jetzt auch wieder in den Mittelpunkt stellen. Und da ist eben eine zentrale Frage, weiterhin auch die Lohnfrage in unserem Land. Wenn ich mir anschaue, hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt es immer wenige Tarifverträge. Wir sind das Land mit den niedrigsten Löhnen. Aber wir wollen, dass endlich ordentliche Löhne gezahlt werden. Deswegen bin ich zwar stolz, dass die Linke es mit geschafft hat, einen Mindestlohn durchzusetzen, aber der ist aktuell natürlich viel zu niedrig. Ich meine, der ist jetzt bei 9,50 Euro und der ist zum 1. Januar, sage und schreibe, dann um 10, oder zum 1. Juli um 10 Cent erhöht worden. Wir wollen, dass die Legislatur auf 13 Euro steigt, wegen meiner auch 12 Euro. Aber er muss endlich erhöht werden, damit nicht so viele Menschen von Armutslöhnen leben müssen. Das ist nicht akzeptabel in unserem reichen Land. Da muss etwas getan werden und da kann auch Politik etwas tun. Denn das Ergebnis dieser schlechten Lohnpolitik ist, dass gerade eben die Kranken- und Altenpfleger im ersten Halbjahr 50 Euro mehr bekommen haben. Was ist denn das angesichts der Dinge, die die geleistet haben? Damit werden wir uns nicht abfinden, wenn auf der anderen Seite die Vermögenden so viel zugelegt haben. Das kann nicht so weitergehen, meine Damen und Herren. Weil gerade bei den Supermärkten, über die ich gesprochen habe, nach dem Statistischen Bundesamt sage und schreibe 167 Euro mehr im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres. Was ist denn das für eine Rande? Ich will mal nur daran erinnern, weil gerade die Fußball-Bundesliga losgegangen ist. Bei den Profis der Bundesliga ist der Durchschnitt bei 2 Millionen. Also da ist im Land wirklich etwas schief. Und wir haben natürlich ein besonderes Problem in Ostdeutschland, besonders nochmal in Mecklenburg-Vorpommern. Ostdeutsche arbeiten im Durchschnitt 8 Tage länger als die Beschäftigten im Westen. Dafür haben sie 6.000 Euro weniger brutto. Und das alles bei gleicher Arbeitsleistung. Da ist doch etwas schief. Und wenn man uns denn sagt,
Wir betreiben Spaltung. Nein, wir sprechen die Probleme an, die reale Probleme sind. Gleicher Lohn für gleiche Arbeitsleistung in Ost und West bei Männern und Frauen, das ist und bleibt ein linkes Prinzip und da werden wir uns auch weiterhin für einsetzen. Ansonsten haben wir so einen Niedriglohnbereich wie in Mecklenburg-Vorpommern und das werden und können wir nicht akzeptieren. Denn das Ergebnis ist auch, dass es dann entsprechend niedrige Renten gibt. Und ich will das nochmal ganz klar benennen. Es war Angela Merkel, die im Jahre 2005 gesagt hat, die Rentenangleichung wird vollzogen. Sie ist bis heute nicht vollzogen. Bei gleicher Lebensleistung bekommen Ostdeutsche weniger Rente. Wir werden und wollen das nicht akzeptieren. Und ich sage zum Schluss, um das nur kurz anzudeuten. Ja, es gibt auch eine sogenannte, wissenschaftlich heißt das, Repräsentationslücke der Ostdeutschen. Es gibt keine Ministerin und keinen Minister auf der Bundesebene aus den neuen Ländern. Es gibt bei den Universitätsrektoren nur, die muss man mit der Lupe suchen, auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern aus den neuen Ländern. Wenn man sich die Regierungsapparate, Staatssekretäre und anschaut, das alles ist so nicht hinnehmbar. Wir wollen endlich Veränderungen. In der Bundesregierung sind 3 Saarländer. Mein Herr Maas, Herr Altmaier, Frau Kramp-Karrenbauer machen alle ganz dolle Figuren. Aber aus den neuen Ländern niemand? Nein, meine Damen und Herren, ich finde, das geht so wirklich nicht. Hier muss dringend etwas passieren. Und ich habe über die Löhne gesprochen und habe gesagt, dass die Renten natürlich dann die Folge sind. Und es ist so, dass Grundsicherung im Alter in den neuen Ländern mehr wird, dass sie bei uns in Mecklenburg-Vorpommern mehr wird. Und deswegen ist es dringend notwendig. Die gesetzliche Rente muss gestärkt werden. Sie muss den Lebensstandard im Alter sichern, aber dafür braucht es eben wirklich eine große Rentenreform. Wenn es jetzt so ist, dass 2,4 Millionen Rentnerinnen und Rentner, obwohl sie 40 Jahre gearbeitet haben, eine Rente haben, die trotzdem nur Grundsicherung bringt, die unter 1.000 Euro ist, dann ist im System etwas schief. Deswegen wollen wir eine Mindestrente. Deswegen wollen wir dort dringend Veränderungen. 6,3 Millionen Menschen mit Vollzeitjob nach 45 Jahren unter 1.100 Euro. Da ist im Lande etwas völlig schief, meine Damen und Herren. Deswegen haben wir vorgeschlagen, endlich, alle müssen einzahlen. Wir haben den Antrag eingebracht, dass zum Beispiel auch Bundestagsabgeordnete in die Rentenversicherung einzahlen. Warum eigentlich nicht? Da haben auf einmal jetzt zum Schluss der Legislatur auch SPD, Grüne und sogar die FDP gesagt, naja, das ist ja vielleicht eine Idee. Aber es muss eben auch Beamte und alle anderen treffen. Alle müssen einzahlen, dann ist das auch finanzierbar. Es kommt auch dazu, dass natürlich weitere Reformen dringend notwendig sind. Das Rentenniveau muss angehoben werden auf 53%, wird auch immer gesagt, so eine schlimme Forderung. Das war bei Helmut Kohl 53% und der war wirklich kein Linksradikaler. Es bleibt dabei. Bertolt Brecht hat den schönen Satz geprägt, reicher Mann und armer Mann standen da und sah sich an und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und genau das ist auch so. Wir müssen endlich dringend umverteilen. Und das ist keine Neiddebatte, das ist dringend notwendig. Es kann nicht akzeptiert werden, dass als die Albrecht-Brüder von Aldi verstorben sind, Gott sei ihnen gnädig, 42,5 Milliarden Dollar sind vererbt worden und dann bei der Erbschaftssteuer fällt kein Cent an. Das, meine Damen und Herren, ist völlig falsch. Und wir als Linke sagen klar, deutlich und eindeutig, wir wollen nach der Corona-Krise eine einmalige Vermögensabgabe. Das ist auch keine linke Spinnerei. Das DIW hat das geprüft, unser Konzept, und hat gesagt, und das DIW ist nun wirklich keine Vorfeldorganisation der Linken, das DIW hat gesagt, ja, das kann man machen. Das Grundgesetz sieht das ausdrücklich vor. Das hat es im Übrigen gegeben bei Konrad Adenauer, auch kein Linksradikaler. Lastenausgleich hieß das damals. Und deswegen sage ich, ja, eine solche Vermögensabgabe, die nur 0,7% der Bevölkerung in unserem Land bezahlen müssten, die wäre dringend notwendig. Und ja, wir wollen auch die Wiedererhebung der Vermögensteuer. Das wollen jetzt auch Sozialdemokraten, schreiben sie allerdings jedes Mal in ihr Wahlprogramm, auch Grüne. Auch die Gewerkschaften. Ich kann nur sagen, wenn Olaf Scholz sein Programm, höherer Mindestlohn, stärkere Besteuerung der Superreichen umsetzen will, bedarf es dringend einer starken Linken. Mit Christian Lindner
wird das nie was. Der macht keinen höheren Mindestlohn, der macht auch keine höhere Besteuerung. Aber mit uns wäre das möglich. Aber man zwingt ihn nur dazu, wenn es wirklich eine starke Linke gibt, meine Damen und Herren. Und ich habe das eben schon gesagt, auch dann, nur dann, werden wir die Herausforderungen, zum Beispiel die Bekämpfung von Kinderarmut und vieles andere mehr, bewältigen können. Lassen Sie mich noch eine vorletzte Bemerkung machen, weil wenn es jetzt zu Wahlen geht, muss es ja auch darum gehen, mal Bilanz zu ziehen. Was ist denn eigentlich das Ergebnis von 4 Jahren großer Koalition? Und ich sage das auch, im Wahlkampf bin ich immer einigermaßen überrascht, was denn Politikerinnen und Politiker so fordern. Also insbesondere in dem Fall wirklich bei meinen sozialdemokratischen Freunden. Aber wenn ich mich recht entsinne, seit 1998 haben die in den letzten 23 Jahren, mit Ausnahme von 4 Jahren, durchgängig regiert. Und jetzt sagen die, wie schlimm das alles ist. Dann frage ich mich, wer dafür die Verantwortung trägt. Aber wenn man sich anschaut, was denn wirklich in den letzten 4 Jahren passiert ist, dann kann man eins feststellen. Es gibt einen riesen Problemstau in unserem Land. Ob es das Thema Klima betrifft, ob es das Thema ungleiche Vermögensverteilung betrifft. Und ich kann für meine Fraktion sagen, wir waren auch in der letzten Legislatur die aktivste Fraktion. Kerstin wird es sofort bestätigen. Wir haben die meisten Anträge, obwohl wir nicht die größte Fraktion sind, geteilt. Und ich sage auch, man sieht im Übrigen, wo die linke Regierungsverantwortung trägt, dass dort etwas anders läuft. Ob das in Bremen ist, ob das in Berlin ist oder in Thüringen oder eben auch hier mit Frank Kracht in Sassnitz. Es ist eben so, dass man das sehen kann, wo eine andere Verantwortung ist. Ich sage ganz klar, es geht nicht um eine Konstellation, weil jetzt wird sehr viel über Deutschland-Koalition, über Jamaika und über alles Mögliche geredet. Am 26.09. stehen Parteien zur Wahl. Es ist auch nicht ein Kanzler, der gewählt wird bei uns direkt. Es stehen Parteien zur Wahl, die dann Koalitionen bilden. Und ich werbe nur dafür, dass eine Situation entsteht, dass das, wo wir stehen, insbesondere sozialer Ausgleich, Zusammenhalt, dass das eben in der Wahlurne gestärkt wird. Und deswegen nochmal, die Bilanz der bisherigen Regierung ist 16 Jahre Angela Merkel. Die Zahl der Vermögensmillionäre hat sich verdoppelt in Deutschland. Die Zahl der Einkommensmillionäre hat sich verdreifacht. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn nicht in dem gleichen Zeitraum auch die Zahl der Kinder in Armut oder die von Armut bedroht sind, sich auch verdoppelt hätte. Das ist ein Armutszeugnis, wenn in dieser Zeit der Regierung die Sozialwohnungen weniger geworden sind. Wenn es so ist, dass die CSU seit 16 Jahren den Verkehrs- und Infrastruktur- und Digitalminister stellt. Jedes Mal vor der Wahl wird gesagt, Deutschland muss Spitze werden. Und wenn ich jetzt durch Mecklenburg-Vorpommern fahre, ist es immer noch so, dass das Handy alle naschlang sagt, kein Empfang. Wir sind weiterhin im letzten Drittel. Jedes Mal vor der Wahl, das hat der Dobrindt schon gesagt, als der Minister war. Das ist wirklich unverantwortlich, was dort passiert. Und ich sage ganz klar, es ist kein Naturgesetz, dass unser Land von der Union regiert wird. Es ist dringend notwendig, dass es hier Veränderungen gibt. Man hat doch gesehen, Laschet, Söder, diese Auseinandersetzung. Und ich sage, die staatspolitische Verantwortung der Union, die hat man in besonderer Weise gesehen, als das öffentlich wurde mit den Maskendeals. Da haben Unionsabgeordnete, insbesondere Jüngere, Hunderttausende an Maskendeals verdient. Aber ich kann auch Andi Scheuer aufrufen, der bei seinem Mautdesaster Millionen versenkt hat. Oder ich will noch mal daran erinnern, dass in der härtesten Pandemie der Gesundheitsminister Jens Spahn ein Essen veranstaltet, wo jeder Teilnehmer 9.999 Euro spenden muss. Das ist eine staatspolitische Verwahrlosung der Union. Und hier in Mecklenburg-Vorpommern, ich will ja nicht über Frau Strenz reden, die ist verstorben, Gott sei ihrer Seele gnädig, aber wenn ich sehe, dass Philipp Amthor jetzt der Spitzenkandidat ist, der auch für Korruption steht, auch der jetzt mit der Jungen Union unmögliche Deal macht. Ich finde, das ist wirklich kein würdiger Nachfolger von Angela Merkel. Das hätte es bei ihr nun wirklich nicht gegeben, meine Damen und Herren. Ich finde, das ist inakzeptabel und deswegen gehört die Union in unserem Bundesland und auch auf der Bundesebene dringend in das Abklingbecken der Opposition, meine Damen und Herren. Denn nur... Nur dann werden wir es schaffen. Das nicht wie bei der Finanzkrise. Da war es nämlich so, dass wieder die Verkäuferinnen, die Polizisten, die Altenpfleger haben die Krise bezahlt.
Diesmal sollen es die Superreichen sein, nicht diejenigen, die wirklich die Leistungsträger sind. In unserem Land gibt es ein völliges Missverständnis, was Leistungsträger sind. Das sind doch die Krankenschwestern, die tagtäglich ganz hart arbeiten müssen. Das sind die Paketboten, die jetzt wirklich Pakete verteilt haben, in besonderer Weise in der Pandemie. Und es sind nicht diejenigen, die zu Hause sind und wo die nur zuschauen, wie ihre Aktienpakete immer weiter steigen, meine Damen und Herren. Und ich will das auch noch als einen vorletzten Punkt sagen zum Thema Klima. Weil wissen Sie, in den vergangenen 4 Jahren, es ist unheimlich viel versprochen worden. Es ist sogar versprochen worden, dass die Strompreise gesenkt werden. Die Realität ist, dass die Strompreise steigen. Und gerade hier bei uns in der vorpommerschen Region ist es doch so, dass für viele Menschen, wenn auch Spritpreise steigen noch, das wird als Bedrohung empfunden. Wir müssen endlich für strukturelle Veränderungen in der Klimafrage sorgen. Warum ist es denn so, dass seit 1990 6.400 Kilometer Bahn eingestellt worden sind? Es muss ein Programm geben, dass stillgelegte Bahnstrecken wieder aufgemacht werden. Warum ist es so, dass der Güterverkehr im Jahre 2019 auf der Straße extrem gestiegen ist, auf der Schiene und auf dem Wasser gesunken ist? Da muss Regierung eingreifen. Da hätte ich mir von Herrn Scheuer und Frau Schulze lange ein Konzept gewünscht, dass es hier Veränderungen gibt. Ich sage ganz klar, am Wahlabend, wenn 2 von 3 Kanzlerkandidaten ziemlich traurig gucken, ich wünsche mir in jedem Fall, dass Armin Laschet dabei ist. 16 Jahre CDU in der Bundesregierung sind genug. Angela Merkel, die ja hier ihren Wahlkreis hat, hat das 16 Jahre gemacht. Ja, sie hat sicherlich auch positive Dinge bewegt. Aber angesichts des Staus und der Herausforderungen, vor denen wir stehen, Klimawandel, Pandemien, da wird Corona nicht das Letzte gewesen sein, Umweltkatastrophen, Artensterben, riesige Waffenarsenale und Kriege dieser Welt, teilweise Rechtsruck in europäischen Ländern, Niedergang von Demokratien, wir haben Hunger, wir haben Flucht und Vertreibung, 80 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Nein, in dieser Legislaturperiode geht es um eine große Weichenstellung. Und diese Weichenstellung wird nur dann vollzogen sein, wenn wir als Linke stark sind. Es ist dringend Zeit zu handeln für soziale Sicherheit, für Frieden und für Klimagerechtigkeit, meine Damen und Herren. Wie hat der Dichter Christoph Lichtenberg formuliert? Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser werden soll, dann muss es anders werden. Lassen Sie uns gemeinsam in den nächsten Tagen dafür werben. Am 26.09. für die Linke in Mecklenburg-Vorpommern, für die Linke auf der Bundesebene, für unsere Direktkandidaten. Herzlichen Dank. Ein Mann, über den man viel sagen könnte, aber eigentlich auch nicht wirklich muss. Joschka Fischer hat mal von sich behauptet, mit ihm gehe der letzte Live-Rock'n'Roller der Politik, was folgt sei nur noch Playback-Generation. Ich würde dieser Aussage ganz klar widersprechen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir den Rockstar des Deutschen Bundestages heute für Sie auf die Bühne bringen. Bitte begrüßen Sie mit mir Dr. Gregor Gysi. Ja, einen schönen guten Tag, liebe Bürgerinnen und Bürger von Sassnitz, liebe Gäste der Stadt. Ich finde, Joschka Fischer irrt schon deshalb, weil er völlig falsch gerockt hat, insbesondere als er für den Beginn des Krieges gegen Afghanistan gestimmt hat. Damals war er übrigens ja Außenminister, das darf man auch nicht vergessen. Das Ganze war ja eine Leistung von SPD und Grünen und natürlich haben CDU, CSU, FDP auch das immer unterstützt, die ganzen Jahre. Ich muss es jetzt einfach mal sagen, man soll sich ja nicht selbst beiräuchern, aber die Einzigen, die von Anfang an Nein zu dem Afghanistan-Krieg gesagt haben, das waren wir. Und wir haben das durchgehalten bis jetzt. Der Krieg war falsch. Was ist mir nicht alles versprochen worden? Also alle Mädchen würden zur Schule gehen. Die wollten die ganze Gesellschaft verändern, eine neue Zivilgesellschaft aufbauen. Jetzt ziehen sie sich zurück und die Taliban übernehmen die Macht, so wie sie sie vorher hatten. Sie haben gar nichts erreicht. Es ist ein Chaos und jetzt leisten sie nicht mal die notwendige Hilfe für diejenigen, die die Bundeswehr die ganze Zeit unterstützt haben. Auch das ist skandalös. Aber dadurch wird diese Wahl wirklich entscheidend. Wir müssen entscheiden, alle, die wählen gehen.
Und ich hoffe, dass sie wählen gehen. Nur wenn hier jemand dabei ist, der AfD wählen will, dann kann er auch zu Hause bleiben. Aber ansonsten bitte ich sie, wählen zu gehen. Warum ist die Wahl so entscheidend? Es geht darum, Aufrüstung und kriegstaugliche Bundeswehr oder Abrüstung und Friedenspolitik. Das ist eine grundsätzliche Frage. Wollen wir, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden? Oder müssen wir umsteuern hin zu einer sozialen Gerechtigkeit? Wollen wir ein solidarisches Miteinander in unserer Gesellschaft oder Hass und Polarisierung, wie wir das auch während der Corona-Krise erlebt haben? Wollen wir, dass die Menschen für die Wirtschaft tätig sind oder dass die Wirtschaft für die Menschen gemacht wird? Ich glaube, wir brauchen eine Wirtschaft, die für die Menschen gemacht ist. Wollen wir Völkerrecht und Interessenausgleich und Diplomatie oder ein Recht des Stärkeren, Sanktionen und Konfrontationen? Wir sind ganz entschieden für den Klimaschutz, wie viele andere auch. Und ich finde auch die Bewegung Friday for Future richtig, weil die jungen Leute an die Türen von uns Alten klopfen und sagen, macht nicht Politik für euch, sondern für uns. Und das heißt in diesem Falle für die Zukunft. Denn sehen Sie mal den Klimawandel, ich bin jetzt 73, halte ich ja bis zu meinem Lebensende noch aus. Aber die heute 16-Jährigen nicht. Die haben noch so viele Jahrzehnte Leben vor sich und deshalb klopfen sie zu Recht an unsere Tür. Aber das Besondere unserer Partei besteht darin, dass wir sagen, ökologische Nachhaltigkeit immer in sozialer Verantwortung. Ich kann ein Braunkohlenrevier schließen, aber ich muss den Kumpeln sagen, welchen gleich bezahlten Job sie am nächsten Tag haben. Und soweit das die Privatwirtschaft nicht leistet, brauchen wir einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Sonst kriege ich doch nur Gegner der ökologischen Nachhaltigkeit bei den Kumpeln. Genau der umgekehrte Weg muss gegangen werden. Deutschland hat ein geostrategisches Interesse an guten Beziehungen zur USA, zu China und zu Russland. Wir haben zu allen drei Ländern keine guten Beziehungen. Gegenüber der US-Regierung benehmen wir uns nur vasallenhaft. Wenn die sagen, rein in den Krieg in Afghanistan, marschiert unsere Bundeswehr sofort los. Wenn die sagen, raus, gehen wir wieder sofort raus. Ich meine, muss man daran erinnern, wir hatten im März eine Debatte im Bundestag, da hat die Bundesregierung ausführlich begründet, weshalb die Bundeswehr mindestens noch ein Jahr drin sein muss. Drei Wochen später stellt sich Biden hin und sagt, er holt seine Soldaten raus, dann sagen die, na dann wir auch. Punkt. Kein Argument galt mehr, dass sie noch Mitte März verwandt haben. Also das Verhältnis zu den USA muss sich verändern. Eine gute Beziehung hat man nur, wenn man auf gleicher Augenhöhe miteinander spricht. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Zweitens, das Verhältnis zu Russland ist abenteuerlich. Sie reagieren nur mit Sanktionen, nur mit Konfrontation und erreichen damit gar nichts, auch nicht im Lande. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, 2001 sprach Putin im Bundestag, was sehr selten ist, dass ein ausländisches Staat überhaupt dort sprechen darf. Und er bot dem Westen an, die Zusammenarbeit auf allen Gebieten, Sicherheit, Außenpolitik, auch was die NATO betrifft, etc., auf allen Gebieten, ökonomisch, sozial, kulturell. Der Westen war zu arrogant. Er hat es nicht angenommen. Er ist davon ausgegangen, dass man das nicht braucht, dass das sowieso keine nennenswerte Macht ist. Und diese negative, arrogante Haltung des Westens führte dann natürlich auch zu immer größerer Konfrontation, auch bei der Ukraine. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, die russische Kriegsflotte oder Marine steht nun mal auf der Krim. Und die Ukraine wollte Mitglied der NATO werden, dann hätte die russischen Streitkräfte wären dann in dem NATO-Gebiet gewesen. Also ist alles ein bisschen abenteuerlich. Und da wurden nie die richtigen Dinge zugesichert und verankert. Ich sage, die Politik von Willy Brandt war an einem Punkt richtig und es ist schon traurig, dass wir das jetzt nachholen müssen, weil die Sozialdemokratie das völlig vergessen hat. Wandel durch Annäherung. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn man vertrauensvolle Beziehungen zur russischen Regierung hat, dann kann man auch die eine oder andere humanistische Geste erreichen. Mit Sanktionen erreichst du nur Abschottung, nur das Gegenteil. Deshalb halten wir diese Politik für falsch. Und das gilt letztlich auch für China. Auch da muss man einen Weg gehen. Nun hat sich ja Biden neu entschieden, das ist ja interessant.
Zuerst hat er gesagt, dass der Putin ein Mörder ist. Dann hat er am selben Tag Putin angerufen und sich entschuldigt und gesagt, er weiß gar nicht, was mit ihm los war, als er das gesagt hat. Habe ich auch erst jetzt in den USA erfahren. Und dann haben sie schon das Gespräch verabredet für Juni, was dann auch stattfand. Warum? Weil er klügere Berater hat als Trump, die ihm erklärt haben, wenn er die gleiche Politik gegen China und Russland macht, zwingt er sie zu einem Bündnis. Und Russland ist China militärisch überlegen und China ist Russland ökonomisch überlegen. Und wenn die ein Bündnis eingehen, ein festes Bündnis, entsteht da ein Machtfaktor, dem die USA nicht gewachsen ist. Deshalb, nicht weil er irgendwelche Emotionen bei ihm da eine Rolle spielen, hat er gesagt, nee, das geht das nicht, dann muss ich mich jetzt in meinem Kampf gegen China konzentrieren, weil das droht, die Weltmacht Nummer 1 zu werden aus seiner Sicht, dann darf ich aber nicht ein so schlechtes Verhältnis zu Russland haben und deshalb hat er dieses Gespräch mit Putin geführt. Das ist schon interessant, wenn man sich das dann so im Einzelnen ansieht, welche Motive wohinter stecken. Aber jetzt zeigt sich auch bei Afghanistan und in anderen Fällen, internationale Konflikte sind ohne Russland und China nicht zu lösen. Der Dialog ist immer besser als die Bundeswehr, wie wir das an dem Fiasko in Afghanistan natürlich sehen. Die NATO hat das Ziel, dass die Mitglieder 2% ihres Bruttoinlandsprodukts ausgeben für Rüstung und Armee. Also, wir sind im Augenblick bei etwas über 42 Milliarden Euro. 2% des Inlandsprodukts bedeuteten 75 Milliarden Euro. Darf ich mal daran erinnern, dass ich von einer größeren Geldverschwendung überhaupt noch nie gehört habe. Dafür bezahlen wir Steuern, dass die 75 Milliarden ausgeben wollen. Wissen Sie, und ich kenne gar kein Nachbarland, das sich gerade darauf vorbereitet, militärisch Deutschland zu überfallen. Das ist völlig absurd. Dieses Geld brauchen wir hier dringend für Bildung, für gerechte Renten, für viele andere Zwecke, auch für Investitionen und auch für Entwicklung in der dritten Welt. Aber wir brauchen sie bestimmt nicht für Armee und Rüstung. In Krisen zeigt sich immer, ob Strukturen funktionieren. Regierungshandeln den Aufgaben gewachsen ist, der Zusammenhalt einer Gesellschaft in der Lage ist, die mit einer Krise verbundenen Defizite zu kompensieren, das Land Zukunftsfähigkeit bei der Überwindung der Krise beweist. Ich nehme die Corona-Krise. Ich finde, das Ergebnis bei der ganzen Pandemie ist für Deutschland sehr ernüchternd. Die Bundesregierung, viele Landesregierungen, die Mehrheit im Bundestag und die EU haben versagt. Warum? Die neoliberale Orientierung, gerade unter Schröder übrigens, die da natürlich fortgesetzt worden ist, auch von Merkel etc., die war darauf gerichtet, dass Privatisierung und Markt alles richten werden. Und das erweist sich in der Krise als verheerend. Die Privatisierung des Gesundheitswesens ist vollständig daneben. Selbst während der Pandemie wurden 20 Kliniken geschlossen. Das muss man sich mal überlegen. Da liest man jeden Tag etwas, es fehlen Intensivbetten und so weiter. Und dann werden 20 Kliniken geschlossen, weil sie sich nicht rechneten. Dieses Denken müssen wir überwinden. Ein Krankenhaus muss sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit sorgen. Das ist eine völlig andere Aufgabe. Und das gilt für die gesamte öffentliche Daseinsvorsorge, für Wasserversorgung, für Energieversorgung, für Mobilität, für Bildung. Also wenn ich an die Schulen und die Kindertagesstätten denke, aber natürlich auch für das Wohnen. Und das ist jetzt eine zentrale Auseinandersetzung, die geführt werden muss. Wir hatten ja in Berlin einen wunderbaren Mietendeckel. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das darf Berlin gar nicht entscheiden, das darf nur der Bund entscheiden. Auch interessant, die haben nicht gesagt, dass uns was Falsches. Sie haben nur gesagt, es ist nicht in die Zuständigkeit, gehört nicht zur Zuständigkeit Berlins. Gab es natürlich auch andere Auffassungen, ist aber auch egal, dann ist es jetzt die Aufgabe des Bundes. Wer Obdachlosigkeit erzeugt, verletzt die Würde des Menschen und verhält sich damit grundgesetzwidrig. Wir brauchen für alle bezahlbaren Wohnraum. Außerdem hat der neoliberale Kapitalismus dazu geführt, dass die öffentlichen Investitionen zurückgefahren wurden, dass das Personal hatte ein schwer erotisches Verhältnis zur schwarzen Null.
Das kann ich Ihnen belegen. Also, ich kann Weltveränderungen dort in Gesprächen erreichen. Zum Beispiel für meinen Wahlkreis Treptow-Köpenick fehlten Leute bei den Schleusen. Und dadurch kamen meine Seglerinnen und Segler nach 18 Uhr nicht mehr nach Hause. Also bin ich zum Bundesverkehrsminister gelatscht, habe mit ihm gesprochen und der hat wirklich ein paar wenige eingestellt und die kommen wieder nach Hause. Also solche Weltveränderungen kann man in Gesprächen erreichen. Aber wenn ich mit denen über die schwarze Null geschrieben habe, waren die völlig dicht. Da haben die auch gar nicht zugehört. Und da habe ich mir überlegt, in welchen Momenten meines Lebens war ich überhaupt nicht zugänglich für Vernunft. Das war nur in den wenigen sexuell-erotischen Momenten, wo auch bei mir die Vernunft in jeder Hinsicht aussetzte. Und deshalb behaupte ich immer, die haben da ein sexuell-erotisches Verhältnis. Nur, jetzt kam die Pandemie und nichts galt mehr. Plötzlich haben sie Schulden über Schulden gemacht, wo man sich auch wieder fragt, wie das die nächste Generation begleichen soll. Und deshalb gibt es einen Grundsatz. Den Bundeshaushalt musst du umgekehrt führen wie deinen privaten. In deinem privaten gilt, dass du weniger Geld, musst du eben weniger ausgeben. Im Bundeshaushalt ist es so, hast du weniger Geld, dann hast du weniger Steuereinnahmen, dann musst du mehr Geld ausgeben, nämlich investieren, damit dann wieder die Steuereinnahmen fließen. Anders geht es nicht. Genau umgekehrt. Und man kann Schulden machen, aber nur nie für laufende Ausgaben, sondern nur für Zukunftsinvestitionen. Eine Schule hat ja noch Folgen in den vielen Jahren danach. Dafür muss man das Geld ausgeben und das wird höchste Zeit. Wir haben eben auch festgestellt, dass die Schulen auf digitales Lernen schlecht vorbereitet sind. Wir haben festgestellt, dass in den Bundesbehörden noch mit Faxverkehr operiert wird. Die waren noch gar nicht dran am Computer. Und dann fahre ich ja viel durch Deutschland und ich garantiere Ihnen, permanent ist mein Handy unterbrochen, weil es kein Netz gibt. Nun habe ich aber mit einem Mann gesprochen, der war 2 Jahre in Uganda. Das ist ein afrikanischer Staat. Der hat mir erklärt, dass dort nie sein Handy unterbrochen war. Daraufhin habe ich der Bundesregierung empfohlen, Entwicklungshilfe in Uganda zu beantragen. Es wird doch da einen Ingenieur geben, der uns erklären kann, wie man das macht. Und auch das Gesundheitssystem, ich sagte es schon, war auf Profit getrimmt. Und es geht auch nicht, dass man wirklich im Wortsinn lebenswichtige Produktionen in ausgebeutete sogenannte Billiglohnländer schickt. Übrigens hat sich auch gezeigt, dass das Warnsystem bei uns nicht stimmt, wie man es bei der Naturkatastrophe in Nordrhein-Westfalen erlebt hat. Auch da ist nicht investiert worden. Das Ganze ist eher rückschrittlich. Also unser Land ist nicht krisenfest und in eine immer größere soziale Schieflage gebracht worden. Wie kann man ernsthaft behaupten, der Katastrophenschutz funktioniere, wenn über 180 Menschen in den Fluten gestorben sind, weil sie nicht rechtzeitig gewarnt wurden? Das ist zutiefst inhuman. Komme ich noch zu den Steuern. Also, in unserer Gesellschaft bezahlt alles die Mitte. Warum? Die Armen können es nicht und an die Großen trauen sie sich nicht ran. So einfach ist es. Es gilt übrigens auch in der Wirtschaft. Die Freiberuflerinnen und Freiberufler, die Solo-Selbstständigen, können das natürlich nicht schaffen. Der Mittelstand bezahlt alles. Die großen Konzerne und die großen Banken nicht. Der ehemalige Präsident des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft, Ohofen, dem habe ich angerufen und zum Geburtstag gratuliert. Und dann sagte der zu mir, ja Herr Gysi, können Sie mir mal Folgendes erklären. Der Konzern X hat gerade den Gewinn Y gemacht und muss dafür 100 Millionen Euro Steuern bezahlen. Wenn Sie oder ich den Gewinn gemacht hätten, müssten wir 1,1 Milliarden Euro Steuer bezahlen. Können Sie mir erklären, woran das liegt? Ja, sage ich. Das kann ich Ihnen erklären. Das liegt daran, dass der Bundestag falsch zusammengesetzt ist, wozu auch Sie Ihren Beitrag geleistet haben. Dann musste er einen Moment lachen, aber das stimmt natürlich. Denn denen fehlt dieser Mumm. Jetzt haben sie sich das erste Mal ein paar Staaten geeinigt auf so einen Mindeststeuersatz für Konzerne. Wir werden mal sehen, ob das kommt. Und ich halte sowieso die ganze Herangehensweise für falsch. Also wenn ein großer Konzern ein Werk hat in Thüringen, bezahlt er dort nicht einen Cent Steuern, weil ja irgendein Vizepräsident auf den Bermudas sitzt. Das ist indiskutabel. Hier muss das Steuerrecht geändert werden. Dort, wo produziert wird, müssen auch die Steuern bezahlt werden. Die Zahl der Dollarmillionäre hat in Deutschland zugenommen, und zwar um 5%. Das heißt, wir haben 70.000 Millionäre mehr
als vor der Krise. Das sind jetzt insgesamt 1,5 Millionen Menschen. Und die Reallöhne sind 2020 gesunken. 2,8 Millionen Kinder in Deutschland leben in Armut. Das ist ein unglaublicher Skandal. Und man kann sich auch ausrechnen, was aus diesen Kindern wird. Steuergerechtigkeit bedeutet Folgendes. Ein Wirtschaftsinstitut, ein Wirtschaftsforschungsinstitut hat sich alle Wahlprogramme angesehen und kommt, was sie gar nicht wollten, zu der eindeutigen Feststellung, alle Menschen, die bis zu 6.500 Euro im Monat verdienen, würden sich bei Erfüllung des linken Wahlprogramms deutlich verbessern. Nur die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen, die müssten mehr bezahlen. Trauen Sie nur Bundestagsabgeordneten, die vorschlagen, dass sie selber mehr bezahlen müssen. Trauen Sie nie den anderen, die Ihnen immer erklären, warum das nicht gehen soll. Natürlich brauchen wir auch eine einmalige Vermögensabgabe und eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Da geht es uns nicht um die Wohnung im Eigentum, nicht um das kleine Häuschen, das ist gar nicht das Problem. Wir richten uns dabei auch nicht gegen den Mittelstand. Was wir wollen, ist einfach eine gerechte Besteuerung der großen Vermögen. Und die findet in Deutschland und in vielen anderen Ländern nicht statt. Und das muss endlich passieren. Ich habe mal mit dem damaligen Ministerpräsidenten Juncker von Luxemburg gesprochen. Später war er Kommissionschef. Der hat mir gesagt, und das ist ein Konservativer, der hat mir gesagt, wissen Sie, Herr Giese, ich verstehe Ihre Bundesregierung nicht. Da sage ich, ja, ich auch nicht, aber was verstehen Sie denn nicht? Oder sagt er zu mir, ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich musste immer auch mal meinen Banken helfen, weil die in Schwierigkeiten waren. Und jedes Mal habe ich dann einen Gewinnanteil für den Staat vereinbart. Und dadurch konnte ich mir soziale Leistungen erlauben. Deshalb konnte ich einen hohen Mindestlohn machen. Ihre Regierung kriegt nie was vom Gewinn ab. Wieso nicht? Ja, sage ich, weil die ideologisch völlig verklemmt sind. Die denken, wenn sie am Gewinn beteiligt werden, ich meine, wir haben die Commerzbank gerettet und nichts bekommen. Und dann haben sie auch noch davor gedrückt, Steuern zu bezahlen. Also es ist ja geradezu abenteuerlich. Also eins kann ich Ihnen versprechen, wenn ich da je was zu sagen hätte und ich müsste sowas retten im Interesse von 20.000 Arbeitsplätzen, aber dass wir dann auch am Gewinn beteiligt wären, wäre selbstverständlich. Denn es ist ja Ihr Geld, das dort ausgegeben wird für die Commerzbank. Und das ist doch wohl das Mindeste, dass man danach auch am Gewinn beteiligt wird, zumindest für eine längere Zeit, um soziale und andere Aufgaben finanzieren zu können. Es ist auch interessant, was die Steuergerechtigkeit betrifft. Die FDP verspricht viele Steuergeschenke und das Institut hat gearbeitet, dass dann jährlich ein neues Loch im Bundeshaushalt entstünde von 88 Milliarden Euro. Und dann haben sie gerechnet und haben gesagt, wenn man das Programm der Linken erfüllt, hätten wir jährlich ein Plus von 37 Milliarden Euro. So kann man auch Schulden abbauen und genügend Investitionen für Bildung, Umwelt und Soziales sich leisten. Ich sage Ihnen noch was, in unseren Kitas fehlen 120.000 Erzieherinnen und Erzieher nach der offiziellen Statistik. Die Gewerkschaft sagt, es sind noch viel mehr. Dasselbe ist in der Pflege. Es fehlen uns 120.000 Pflegekräfte. Und der Gemeindetag und der Städte- und Gemeindetag hat festgestellt, wir haben einen Rückstand bei Investitionen von 126 Milliarden Euro. Worum geht's? Unter anderem um Frauenberufe. Warum sind Frauenberufe Frauenberufe? Nicht etwa, weil das so eine spezifische Arbeit ist, die für Frauen besonders geeignet ist und für uns Kerle nicht. Nein, weil sie schlecht bezahlt sind. Das ist ganz einfach. Frauenberufe sind immer wichtige, schlecht bezahlte Berufe. Verkäuferin, Pflegerin, Erzieherin in Kitas etc. Wenn man Frauenberufe abschaffen will, gibt es nur einen Weg. Man muss sie endlich angemessen und gerecht bezahlen. Und dann nenne ich immer... Die Erkenntnis habe ich schon lange und da nenne ich immer ein Beispiel aus der DDR. Und zwar die Putzfrauen wurden am schlechtesten bezahlt. Und die älteren Putzfrauen gingen dann irgendwann in Rente und die Jungen sagten, nö, so eine schwere Arbeit, so ein blöder Job für so wenig Geld, mache ich nicht. Also verkamen die öffentlichen Gebäude in Berlin, Klammer auf Ost, Klammer zu. Was nun tun? Und dann wurde eine PGH-Putzteufel gegründet.
Und die bekamen, was ja selten der Fall war, Westgeld und konnten sich die modernste Technik in West-Berlin kaufen. Und dann wurde festgelegt, dass die dort Beschäftigten mehr verdienen, als durchschnittlich die Facharbeiterinnen und Facharbeiter verdienen. Ich schwöre es Ihnen, ich habe in der Littenstraße, im Gerichtsgebäude, in anderen öffentlichen Gebäuden nie wieder eine Frau gesehen. Nur die Kerle, hopp, 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 durch die Flure. Die einzige Frau war die Sekretärin, das war auch die letzte, die schlecht bezahlt wurde. Und deshalb sage ich Ihnen, und die DDR war bei der Gleichstellung der Geschlechter schon deutlich weiter als die Bundesrepublik. Aber deshalb sage ich Ihnen, wir müssen die Frauenberufe überwinden. Wir haben doch jetzt alle gemerkt, wie wichtig Pflegerinnen sind, wie wichtig Krankenschwestern sind, wie wichtig die Erzieherinnen sind, wie wichtig die Verkäuferinnen sind. Und deshalb brauchen wir eine grundsätzlich andere Herangehensweise. Wir haben noch eine Feststellung während der Krise getroffen, nämlich die fehlende soziale Absicherung für Millionen Selbstständige, die Solo-Selbstständigen. Meine Fraktion hat schon vor Jahren einen Beschluss gefasst, der Sozialstaat muss endlich auch zu den Selbstständigen kommen. Man denkt immer nur an die Reichen, aber die kleinen Selbstständigen, die so gerade immer über die Runden kommen, die vergisst man und die haben weder eine Arbeitslosenversicherung noch was. Man könnte zum Beispiel in bestimmten Situationen ihnen Kurzarbeitergeld zur Verfügung stellen, wie auch den anderen. Beim Kurzarbeitergeld muss sowieso alles verlängert werden, aber nicht nur das, sondern bei den niedrigen Einkommen reichen 60% nicht aus, da braucht man 90%. Bei mittleren und höheren Einkommen kann man es bei 60% belassen. Und dann haben wir die Rente. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Erstens haben wir nach wie vor keine Ost-West-Angleichung. Ich meine, wir sind jetzt wirklich, also ich kann es gar nicht fassen, wir sind im 31. Jahr der deutschen Einheit. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus Berlin. Da gibt es Siemens-Beschäftigte. Und zwar in Spandau in West-Berlin und in Treptow-Köpenick, also in meinem Wahlkreis in Ost-Berlin. Und die kriegen das gleiche Gehalt mit einem Unterschied. Die im Osten müssen jede Woche 3 Stunden länger arbeiten. Für das gleiche Gehalt. In Wirklichkeit kriegen sie also weniger. Und das macht übrigens in der gesamten Arbeitsleben 2 Jahre aus, die sie länger arbeiten müssen. Nee, Leute, das dürfen wir uns nicht mehr bieten lassen. Das ist vorbei. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit. Und auch gleiche Rente für gleiche Lebensleistung. Das bin ich auch satt. Auch das Gequatsche immer darüber, ja, das kommt ja irgendwann. Nee, das ist die biologische Lösung und die lehne ich ganz entschieden ab, sage ich. Das muss jetzt passieren und zwar sofort. Und das nehme ich übrigens auch Frau Merkel übel. Sie kommt aus dem Osten und sie hat sich für den Osten diesbezüglich nicht engagiert. Und schon vor ihrer ersten Wahl hat sie gesagt, dass in der Legislaturperiode die Renten angeglichen werden. Es ist bis heute nicht passiert. Bis heute nicht. Und außerdem laufen wir sowieso auf eine Altersarmut drauf zu. Denn 20% der Jobs liegen im Niedriglohnsektor. 3,38 Millionen Menschen verdienen als Vollzeitbeschäftigte weniger als 2.000 Euro im Monat. Und die Bundesregierung hat uns gesagt, wenn man mehr als die Grundsicherung haben will, also die Grundrente, muss man 12,63 Euro pro Stunde verdienen und das 45 Jahre lang. Das heißt, man braucht mindestens ein Monatsgehalt von 2.150 Euro. Und wie gesagt, 3,38 Millionen liegen darunter. Das ist unerträglich. Und die Grundrente nach 35 Jahren Vollzeit, das reicht alles nicht. Und mit privater Vorsorge brauchen wir den Menschen nicht zu kommen. Wirklich nicht, denn das können die sich nicht leisten. Punkt. Es ist immer schön, es gibt immer Lösungen für Leute, die es sich leisten können. Und eine Partei muss immer und in erster Linie an diejenigen denken, die es sich nicht leisten können. Denn die brauchen die Hilfe aus der Politik. Und genau das kommt viel zu kurz bei uns. Übrigens auch Werkverträge und Leiharbeit sind für mich eine moderne Form der Sklaverei. Das müssen wir überwinden. Das Ding dient ja alles nur immer wieder der Lohnsenkung. Welche Reformschritte müssen wir bei der Rente generell gehen, abgesehen von der Angleichung Ost-West? Eigentlich nur 3. Alle mit Erwerbseinkommen müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Alle, auch die Bundestagsabgeordneten, die Rechtsanwälte, Beamtinnen und Beamte, alle. Zweitens, es darf keine Beitragsbemessungsgrenzen mehr geben.
Wenn einer eine Million verdient, dann muss er eben seinen Beitrag für eine Million bezahlen. Und Punkt. Und drittens, der Rentenanstieg für die Spitzenverdiener darf abgeflacht werden. Meine Partei wollte mal eine Höchstrente, habe ich gesagt, nee, könnt ihr vergessen, lässt das Bundesverfassungsgericht nie zu. Dann sagen die immer, höherer Beitrag muss auch zur höheren Rente führen. Aber was sie zulassen, ist, dass der Anstieg abgeflacht wird, weil es ja eine Solidarversicherung ist. Das beweise ich Ihnen, wenn jemand 20 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, mit 40 Jahren Verkehrsunfall hat, tot ist, noch nie eine Rente bezogen hat, dürfen ja die Erben nicht die Beiträge zurückfordern. Nach dem Motto, der kriegt ja gar keine Rente. Nein, das finde ich ja auch richtig. Aber dann ist es auch eine Solidarversicherung. Und dann kann man auch für die Spitzenverdiener den Rentenanstieg abflachen. Und dann müssten wir über Altersarmut gar nicht mehr diskutieren, wenn man endlich mal diese Schritte ginge. Natürlich brauchen wir statt Hartz IV eine sanktionsfreie Grundsicherung. Und ich weiß gar nicht, ob meine Partei auch der Meinung ist, aber ich bin der Meinung, Sanktionen gehen sowieso nicht. Man kann ein Existenzminimum nicht unterschreiten. Und Punkt. Aber was geht während Boni? Wir kennen ja Boni nur für die Mitglieder der Vorstände der Konzerne. Und das finde ich daneben. Ich würde bei der Grundsicherung sagen, jemand, der wirklich krank ist, kriegt einen Bonus obendrauf. Und jemand, der engagiert ist und gesund ist, kriegt auch einen Bonus obendrauf. Und wer gesund ist und sich nicht engagiert, kriegt den Bonus nicht. Aber keine Sanktion. Die Grundsicherung muss es immer geben. Punkt. Das wäre doch mal eine andere Art zu denken. Bei Ost-West will ich Ihnen noch etwas sagen, was mich stört. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass der Osten durch die AfD vertreten wird. Nein, der Osten wird durch die Linke vertreten. Das müssen wir auch wieder stärker herausarbeiten. Also ich bin da auch selbstkritisch. Wir müssen das wieder deutlicher sagen und zeigen. Es wird höchste Zeit. Ich habe ja über Ost-West gesprochen. Ich habe da noch zwei schöne Zahlen. Es steht ja im Grundgesetz, dass alle Bundesländer angemessen auch auf der Bundesebene vertreten sein müssen. Von 124 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern in den Bundesministerien kommen 4 aus dem Osten. Von 124, 4. Wir stellen aber 15% der Bevölkerung. Es gibt Chefs von Bundesbehörden. Wir haben 73 Bundesbehörden. Was glauben Sie, wie viele Chefs aus dem Osten kommen? 3. Wie viele Bundesverfassungsrichterinnen oder Bundesverfassungsrichter gibt es aus dem Osten? Kein. Der frühere Präsident, Professor Dr. Voskuhle, hat zu mir gesagt, naja, vielleicht stimmt die Sozialisation nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, ist vielleicht doch sinnvoll, auch mal eine andere Sozialisation zuzulassen. Also, dann will man eigentlich auch keine Einheit, wenn man Menschen diesbezüglich nicht aufnimmt. Und jetzt haben wir festgestellt, dass ein Bundesland sogar klagen kann, wenn es nicht verhältnismäßig an den Bundesbehörden beteiligt ist. Darüber habe ich gerade mit Bodo Ramelow gesprochen. Das finde ich doch mal eine spannende Klage beim Bundesverfassungsgericht. Mal sehen, was dabei herauskommt. Also nach 16 Jahren CDU-CSU-Kanzleramt ist es wirklich Zeit, etwas Neues zu machen. Wenn man sich nun den Kandidaten der Union anschaut, ist das noch dringender. Meine Fantasie reicht nicht aus, um mir Herrn Laschet auf politischer Augenhöhe mit Joe Biden und Wladimir Putin vorstellen zu können. Wenn Sie sich das auch nicht vorstellen können, dann haben Sie eigentlich im Prinzip nur eine demokratische Wahl, die Linke. Denn weder SPD noch Grüne noch FDP schließen aus, Armin Laschet zum Kanzler zu wählen. Nur die Linke schließt das aus. Das kann ich Ihnen wirklich versprechen, das machen wir nicht. Und schon deshalb finde ich unsere Wahl völlig angemessen. Also, es gibt viele gute Argumente, die Linke zu wählen. Ihre Rente, ihre Miete, ihre Lohnzettel, ihre Steuererklärung, ihre Gewissheit, dass Klimaschutz mit sozialer Verantwortung gekoppelt werden muss und vor allem Frieden, Frieden und nochmals Frieden. Dankeschön. Vielen Dank, Moment, jetzt. Vielen Dank, Gregor. Ja.
dass ich glaube, du bist ja ein Mann der vielen Worte, viele weise Worte, und das schätzen wir unfassbar an dir. Jetzt habe ich aber, weil wir ja diese... Ich kann auch zuhören, ich kann nicht nur reden. Davon bin ich überzeugt. Ich habe ja vier Berufe. Ich bin Politiker, Rechtsanwalt, Autor und Moderator. Und als Moderator muss ich ständig zuhören. Das ist sehr anstrengend. Ich dachte, jetzt sagst du, jetzt hast du deinen Rinderwirt ganz ausgeblendet. Aber den praktizierst du nicht mehr, ne? Im Augenblick arbeite ich nicht als Rinderzüchter. Doch in gewisser Weise. Ich habe Ochsen zu zähmen im Bundestag. Aber ansonsten nicht, ja. Wir haben ja dieses Bühnenformat gewählt, weil wir gesagt haben, wir wollen ganz nah bei den Menschen sein und wir wollen auch ins Gespräch kommen. Und ich habe aber jetzt nochmal für das Gespräch mit dir, habe ich dir vier Entweder-Oder-Fragen mitgebracht und die musst du jetzt sehr weise beantworten. Ne? Gregor, Rügen oder Sylt? Was für ein Ding? Rügen oder Sylt? Kennst du gar nicht Sylt, ne? Zweifellos. Rügen. Ich muss mal sagen, ich war auf Sylt und habe zu einer Veranstaltung natürlich, und dann habe ich mich gefragt, da war August, es war auch schönes Wetter, nicht wie jetzt, ganz heiß, und dann habe ich an den Strand geguckt, alle 300 Meter eine Person. Habe ich mich gefragt, wie machen die es? Und dann wurde mir das völlig klar, die haben relativ wenig Hotelplätze und die Gaststätten sind wahnsinnig teuer. Also eine Suppe kostet schon 35 Euro oder sowas. Und so machen die das und halten sich die Arme vom Halse. Da habe ich mir gesagt, gut, das werde ich jetzt überall verbreiten. Also, na, selbstverständlich Rügen. Selbstverständlich Rügen. Mojito oder Long Island Iced Tea? Was war das Erste? Mojito. Das ist das Kubanische mit der Minze und dem Rum. Und was war das Zweite? Long Island Iced Tea. Also ich versuche beides zu vermeiden, muss ich ehrlich sagen, weil die Wirkungen so erheblich sind. Ja? Dann trinke ich doch lieber ein Glas Wein. Aber aus Solidarität mit Kuba würde ich natürlich immer auch kubanische Getränke nehmen, klar. Darauf zielte das ab. wenn du dich entscheiden musst zwischen Pasta oder Reis? Na, auf jeden Fall Salz, weil das andere macht ja dick. Und pass auf, wir haben ja am 26. September Landtags- und Bundestagswahlen. Wie du weißt, wir haben zwei tolle SpitzenkandidatInnen hier im Land. Wenn du dich jetzt entscheiden sollst, Dietmar Bartsch oder Simone Oldenburg? Dann würde ich ganz stark für die Quote plädieren und sagen beide. Und das Schöne ist, Sie haben die Wahl, Sie können beide wählen, genau, am 26.09. Danke, Gregor, dass du die kleine Runde noch mitgemacht hast. Danke, dass du hierher gefunden hast. Ich sage Ihnen, in Berlin ist es ja noch schlimmer. Wir müssen 6 Stimmen abgeben. Ich weiß gar nicht, wann die Berliner da wieder rauskommen aus der Wahlkabine. Eine Erststimme für die Bundestagswahl. Eine Zweitstimme für die Bundestagswahl. Eine Erststimme für die Abgeordnetenhauswahl, also hier für die Landtagswahl. Eine Zweitstimme für die Abgeordnetenhauswahl. Dann haben wir noch eine Stimme, eine fünfte für die BVV, die Bezirksverordnetenversammlung, die wählen wir auch an dem Tag. Und dann gibt es einen Volksentscheid. Ein Volksentscheid zu der Frage, soll der Wohnungsbaukonzern oder die Konzerne vergesellschaftet werden? Das steht im Grundgesetz, im Artikel 15, ist noch nie praktiziert worden. Und was glauben Sie, was das für ein Signal wäre, wenn die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler sagt, die sollen vergesellschaftet werden. Und das gehört sich auch. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Mittelstand, privat kann alles sinnvoll sein, aber nicht die öffentliche Daseinsvorsorge. Das funktioniert nicht bei Gesundheit, nicht bei Bildung, nicht bei Energie, nicht bei Wasser, auch nicht bei Mobilität. Da wird mir zum Beispiel immer gesagt, also und Klimaschutz, ne? Dann fährt der Bus vom Dorf zur Kreisstadt einmal am Tag. Da wird mir gesagt, ja, aber wenn er fünfmal fährt, rechnet sich das nicht. Da sagt, na und? Dafür bezahle ich ja Steuern. Genau um das zu finanzieren, statt der blöden Rüstung und dem Militär. Da hast du recht. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Gregor Gysi, hier in Sassnitz. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt habe ich aber noch ein kleines regionales Highlight für Sie, von daher laufen Sie nicht gleich weg, das wird ganz schnell eine Runde, aber ich möchte, dass Sie Ihre Landtagskandidaten hier vor Ort auch kennenlernen können. Deswegen bitte ich zu mir Kevin Zenker und Patrick Jahn, Ihre Direktkandidaten hier auf Rügen für den Landtag.
So, ihr habt jetzt gehört, wie man Fragen clever beantwortet. Jetzt seid ihr dran. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Zwei echte Rüganer Jungs, kann man da sagen, ne? Ja, Rüganer ist das, was hier geboren ist. Hallo? Ne? Ja, ja, das genau. Das ist richtig. Das ist genau richtig. Wir testen mal, sind beide Mikros an? Ich glaube, ja. Ja, ja. Vielleicht einmal vorweg, Patrick, du kandidierst hier. Ich habe dich schon an der Laterne gesehen. Was ist dein Wahlkreis? Was gehört dazu? Wahlkreis 33, Sassnitz gehört dazu, dann die 96 runter, Bergen gehört nicht dazu, alles rechts von Bergen. Also Sassnitz bis Rambin einmal komplett durch. Und Kevin, was ist dein Wahlkreis, was gehört da dazu? Na, meine Heimatstadt Bergen, Mönchgut, Putbus, diese ganze Ecke. Vielleicht kurz, um mal ein Bild von euch zu kriegen, ihr müsst das ignorieren, dass jetzt alle die Rede von Gregor auswerten. Kevin, du hast auf der Werft gelernt, in Stralsund. Das heißt, du musstest deine Insel verlassen, ja. Aber du hast auch gesehen, was da passiert ist in den letzten Jahren. Was fühlst du da dabei, was empfindest du da? Na, mir schlagen da zwei Herzen, sage ich mal. Also die eine, ich kann die eine Aussage verstehen, dass man da nicht mehr Geld reinpumpen möchte, weil das ist ja Steuergeld und das ist ja ein Fass ohne Boden. Naja, und auf der anderen Seite eben als Ex-Werftler nimmt es mich natürlich mit, dass die ehemalige Volkswerft dann jetzt mal P&S-Werften hieß und dann hieß es mal so und dann heißt es jetzt MV-Werften. Also mich macht das sehr traurig, dass eben an meiner Heimat dieser traditionsreiche Beruf nicht mehr das anscheinend zählt, was er mal war. Das glaube ich dir, dass es wehtut. Patrick, du bist in Trent zu Hause. Wer nicht von hier ist, weiß wahrscheinlich nicht mal, wo Trent ist, aber das ist auch gar nicht schlimm. Du kannst gleich den Werbeblock für Trent fahren. Du bist ja auch in der Gemeindevertretung. Was treibt so einen jungen Mann wie dich in eine Gemeindevertretung in Trent? Also erstmal, Trent ist, wenn sie nach Hiddensee wollen, über Schabrode, da kommen sie durch. Ist auch so ein rotes Backsteinhaus, wenn sie Zeit haben, gibt sehr gutes Eis, kleine Empfehlung. Was treibt mich in die Gemeindevertretung? Hat sich relativ wenig getan in Trent. Wir haben ein wunderschönes altes Schulgebäude, die Schule leider schon seit 16, 17, 18 Jahren geschlossen. Das Schulgebäude verfällt eben auch durch private Investoren. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt abgewartet wird, dass das Ding von alleine einstürzt, dass das ganze Grundstück dann gewinnbringend verkauft werden kann. Da wollte ich mich gegenstellen. Ich möchte aber auch im kulturellen, im sportlichen und im Bildungsbereich in Trent ein bisschen was erreichen und das dann nachher eben auch in den Landtag tragen. Mhm. Kevin, du bist auch in der Freiwilligen Feuerwehr, habe ich gelesen. In der Tat, ja. Und ich weiß, dass Vereine und Freiwillige Feuerwehren, die haben ja in der Regel immer Probleme. Wie sieht es da hier auf Rügen aus? Eigentlich sind ja im Sommer genug Leute da, ne? Im Sommer sind genug Leute da, ja. Auch die Freiwillige Feuerwehr Seelen ist eigentlich ganz gut aufgestellt, möchte ich einerseits sagen. Aber andererseits ist es natürlich wie überall, auch auf dem Festland wie bei euch, die Freiwillige Feuerwehr oder aber auch viele andere gemeinnützige Vereine suchen immer händeringend nach Ausstattungsmöglichkeiten. Ich glaube, dass wir noch mit dem W50 ausrücken, so wie vor 30, 40 Jahren, ist zwar aus einem historischen Betrachtungswinkel schön, aber ein bisschen überarbeitungsbedürftig. Das glaube ich gerne. Patrick, eines deiner Themen, was du auch in deinem Flyer hast, ist so das Thema Wohnungsnot oder gute Wohnung, Wohnraum adäquat. Wenn ich jetzt mit meiner vierköpfigen Familie plus Katze nach Rügen ziehen will, wie leicht fällt mir das dann hier, einen guten Wohnraum zu finden? Das kommt darauf an, wie schön das sein soll. Schön wäre gut. Man findet sicherlich bezahlbaren Wohnraum, der aber ja renovierungs- oder restaurierungsbedürftig ist. Wenn jetzt bezahlbarer Wohnraum für Normalverdiener, beziehungsweise das, was bei uns normal ist, eben Geringverdiener und Geringverdienerinnen, das ist hier so gut wie nicht mehr machbar. Wir haben in Binz, ich habe damals mal in Binz gewohnt, im günstigen Azubi-Wohnen, eine Einraumwohnung für 480 Euro, glaube ich, war das. Das wäre ohne Mutti und Papa ganz schön schwierig geworden und auch für eine vierköpfige Familie mit Katze nicht bezahlbar. Wenn man das dann hochrechnet, sind 1.200 Euro Miete, da geht allein ein Gehalt nur für die Miete drauf. Wohnraum ist auf Rügen ein sehr, sehr großes Problem. Bezahlbarer Wohnraum ist ein sehr großes Problem. Es sind wunderschöne Wohnungen in Prora entstanden, die kosten aber auch um die Million.
Also ja, bezahlbarer Wohnraum ist mir eine Herzensangelegenheit auf der Insel, damit eben die Jugend auch hier bleiben kann und nicht irgendwo in die Großstädte entschwindet, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis oder das Gehaltsgefüge ein anderes ist. Kevin, wie fühlen sich so die Winter hier auf Rügen an? Wie bei euch auf dem Festland, ne? Ich finde dieses Wir und Euch finde ich ziemlich gut. Ja, die Rüganer sind halt die Rüganer und die Festländer sind halt die Festländer, ne? Wissen wir ja, ne? Ist ja Fakt, dass außerhalb der Hauptsaison nicht so los ist hier. Das ist ja eben das Problem im Tourismus, bin ich der Meinung, dass wir eben im Sommer einen mehr oder weniger unkontrollierten Massentourismus haben und dass es noch keiner so richtig verstanden hat oder wahrhaben will, dass wir vielleicht hin zu einem Qualitätstourismus kommen sollten. Ganzjährig, ganzjährige Angebote, aber eben ohne alles zuzukleistern, wie beispielsweise in Dranske, was da so geplant ist. Okay. Also da ist noch einiges zu tun, auch für die Insel Rügen. Patrick, das ist ganz aufgeregt. Zu Dranske vielleicht noch ganz kurz. Dadurch, dass ich in der Gemeindevertretung in Trent sitze, betrifft mich das Thema Dranske. Ja, ich bin noch zu hören, gut. Betrifft mich das Thema Dranske auch. Wir haben eine sehr, sehr schlechte Infrastruktur. Alle Rüganerinnen und Rüganer wissen es sicherlich. Es führen eigentlich nur zwei Wege nach Dranske, nämlich einmal die Schabe, die so oder so im Sommer schon voll ist. Und die Wittower-Fähre, kann ich aus Erfahrung sprechen, wohne ich direkt dran, ist auch jeden Sommer voll. Wir müssen uns dagegen stellen, dass in Dranske 2300 Betten waren es, glaube ich, entstehen. So schön es dort oben ist, auch ist und so sehr ich es auch jedem gönne, der in Dranske Urlaub machen möchte, ein wunderschönes Fleckchen Erde, aber wir können es einfach infrastrukturell nicht. Entweder muss da ein Flughafen oder ein eigener Hafen hin, aber infrastrukturell ist es nicht machbar. Bringen Sie doch noch nicht auf Ideen, Mensch. Wollte ich gerade sagen, man kann Regionen auch überladen. Ne? Also ich glaube, das ist einfach überreizter Tourismus dann irgendwann. Ich habe hier so ein schönes Glücksrad. Habt ihr das schon gesehen? Gesehen, ja. Drehe jetzt für euch abwechselnd jeweils zweimal und ihr müsst sozusagen diese Fragen, die sich daraus ergeben, beantworten. Ich fange mal mit Kevin an, würde ich sagen. Dein bester Freund oder deine beste Freundin? Mein Freund der Baum. Tja, ich würde sagen meine Partnerin. Ganz, die durch alles, durch dick und dünn begleitet, durch den Hausbau, durch die vielen Höhen und Tiefen des Berufslebens, kann man, glaube ich, so sagen. So. Das ist schön. Patrick, dein Lieblingsfilm? Oh, das ist schwierig. Welcher ist dir gerade zuerst eingefallen? Harry Potter und der Stein der Weisen. Ist ein grandioser Film, habe ich damals das erste Mal mit meinen Eltern im Kino geguckt. Ich glaube, das war auch der erste Film, den ich überhaupt mal im Kino gesehen habe. Großartig. Siehst du, kann man doch so stehen lassen. Nee, warte, ich muss nochmal. Du kannst ja nicht nochmal deinen besten Freund kriegen. Dein Lieblingssong? Bohemian Rhapsody von Queen. Oh, und Klassiker. Unvergleichlich. Ja, tatsächlich. Und Patrick. Ah, guck mal, deine Lieblingspolitikerin. Oh. Überleg jetzt genau. Politikerin. Einen der Favoriten haben wir gerade sprechen hören. Ich finde Gregor sensationell, immer sehr eloquent. Wer mich aber wirklich sehr stark an die Politik rangeführt hat, war Wenke. Er hat mich herzlich willkommen geheißen in der Linken. Aber ich glaube, Gregor ist ganz klein auf vorne. Ja gut, Gregor zu unterliegen, da kann ich mit leben. Danke Jungs, dass ihr diese schnelle Runde mitgemacht habt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wählen am 26. September sowohl einen Landtag als auch einen Bundestag. Sie haben heute ganz viele Informationen und ganz viel Input bekommen und Sie wissen, dass es auf Ihre Stimme ankommt, wenn wir dieses Land gerechter machen wollen. Dafür sind wir hier, dafür sind wir im Land unterwegs, dafür stehen die beiden jungen Männer hier auf der Bühne und sind in den nächsten Wochen im Wahlkampf fleißig unterwegs. Ich bin mir sicher, Sie werden noch das eine oder andere Mal auf Sie treffen hier auf der Insel. Ich kann Sie nur bitten, gehen Sie zur Wahl, nutzen Sie die Möglichkeit, wenn möglich und für Sie vertretbar, bitte beide Stimmen oder bei beiden Wahlen für die Linke, sowohl direkt als auch mit der Zweitstimme, und möchte an dieser Stelle noch einen Hinweis loswerden.
wer nämlich noch nicht genug von Tino Eisbrenner gekriegt hat heute, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, hat heute Abend um 18 Uhr in Rambin, in der Scheune, nee, im Museumshof, Entschuldigung, im Museumshof, nochmal die Chance, Tino Eisbrenner zu erleben. Die Veranstaltung ist offen für alle, vielleicht sehen wir uns da wieder. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, dass Sie hier waren und uns Ihre Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Und wie gesagt, am 26. September Die Linke wählen.